Geh. Mama! Sir! Mama! Sir! Mama! Mein Kind. Mama! Ach, Kind. Ach, Kind. Komm, lass dich ansehen. Endlich darfst du aus dem Gefängnis raus. Gehen wir nach Hause. Mama, lass uns nach Hause gehen. Okay, nichts lieber als das. Mutter. Jesus. Mutter. Endlich bist du wieder hier. Ich habe es so gehofft. Mutter, geht's dir gut, Mutter? Als du im Gefängnis warst, habe ich so gehofft, dass du bald wieder nach Hause kommst. Ach, Mutter. Ich hätte nie gedacht, dass es 7 Jahre dauert. Ich bin so froh, dass du zurück bist. Komm, Mutter, setz dich. Schwester Dong! Shenghua! Gott sei Dank, Schwester, dass du zurück bist. Shenghua! Hallo, guten Tag. Du bist zu Hause. Ja, kommt rein. Ich hole etwas Gemüse aus dem Garten. Sehr gerne, ja. Komm, lass uns reingehen. Ja, klar. Nimm Platz. Setz dich. Schwester Dong, du bist wirklich wieder hier. Seit du wegen Verbreitung des Evangeliums verhaftet wurdest, haben wir für dich gebetet. Wir haben gehofft, dass du vorzeitig entlassen wirst. Dank sei dem Herrn. Dank des Schutzes und der Fürsorge des Herrn habe ich das Gefängnis gut überstanden. Dem Herrn sei Dank. Wie ich hörte, hattet ihr auch recht schwere Zeiten. Wie geht es der Kirche inzwischen? Sind die Brüder und Schwestern wohlauf? Die Kirche ist noch trostloser geworden. Die Brüder und Schwestern sind schwach und immer weniger kommen zu den Versammlungen. Die Kirche ist leblos und düster geworden. In ihren Predigten behandeln die Pastoren und Ältesten stets die gleichen Themen der Bibel. Es gibt kein neues Licht. Und die Brüder und Schwestern haben es satt. So ist es. Du kannst den Predigten nichts mehr abgewinnen. Sie nähren und erfreuen niemanden. Manche Gläubige kommen überhaupt nicht mehr. Ja, der Heilige Geist begeistert kaum noch jemanden. Wenn die Kirche so trostlos ist, sollten wir eine Gemeinde finden, in der der Heilige Geist noch lebt. Und die Spuren Gottes suchen. Wir können nicht ewig so weitermachen. Absolut richtig. Ich habe mich mal umgesehen und ein Buch gefunden. Ich habe sehr viel daraus gelernt und es hat mir die Augen geöffnet. Ich denke, dass in dem Buch die Wahrheit steht und dass es vom Heiligen Geist kommt. Es hat mich wirklich genährt. Ich möchte, dass wir es gemeinsam lesen. Eine gute Idee. Obwohl viele Menschen an Gott glauben, verstehen wenige, was Glaube an Gott bedeutet. Und was sie tun müssen, um nach Gottes Herzen zu sein. Das liegt daran, dass die Menschen, obwohl sie vertraut sind mit dem Wort Gott und Formulierungen wie etwa das Werk Gottes, Gott nicht kennen. Geschweige denn kennen sie sein Werk. Kein Wunder also, dass all jene, die Gott nicht kennen, einen konfusen Glauben besitzen. Die Menschen nehmen den Glauben an Gott nicht ernst, weil der Glaube an Gott zu ungewohnt, zu fremdartig für sie ist. Somit erreichen sie nicht die Anforderungen Gottes.
Anders ausgedrückt, wenn Menschen Gott nicht kennen, sein Werk nicht kennen, sind sie nicht geeignet für Gottes Verwendung. Geschweige denn, können sie Gottes Wunsch erfüllen. Glaube an Gott bedeutet zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist das einfachste Konzept von Glaube an Gott. Außerdem, zu glauben, dass es einen Gott gibt, ist nicht dasselbe wie wahrhaft an Gott zu glauben. Vielmehr ist es eine Art von simplen Glauben mit starken religiösen Untertönen. Wahrer Glaube an Gott bedeutet, die Worte und das Wirken Gottes zu erfahren, basierend auf einer Überzeugung, dass Gott die Oberhoheit über alle Dinge innehat. So wirst du befreit werden von deiner verdorbenen Gesinnung, das Verlangen Gottes erfüllen und Gott kennenlernen. Nur über solch einen Weg kann man sagen, dass du an Gott glaubst. Doch oft sehen Menschen den Glauben an Gott als etwas sehr Simples und Leichtfertiges. Der Glaube von solchen Menschen ist bedeutungslos und wird niemals die Zustimmung Gottes erlangen, weil sie den falschen Pfad beschreiten. Heute gibt es noch jene, die an Gott in Buchstaben glauben, an hohle Glaubenslehren. Sie sind sich nicht bewusst, dass ihr Glaube an Gott keine Substanz hat und dass sie die Zustimmung Gottes nicht erlangen können. Und trotzdem beten sie für Frieden und hinreichend Gnade von Gott. Wir sollten innehalten und uns selbst fragen, könnte Glauben an Gott wirklich die einfachste Sache der Welt sein? Bedeutet Glauben an Gott nichts weiter als viel Gnade von Gott zu empfangen? Können Menschen, die an Gott glauben, ihn aber nicht kennen und an Gott glauben, sich ihm aber entgegenstellen, wirklich das Verlangen Gottes erfüllen? Ja, das ist wundervoll. Damit wird deutlich, was der Glaube an Gott ist. Es hat wirklich neues Licht. Mhm, ja, genau. Wir haben so etwas noch nie gehört. Seht ihr? Lasst uns weiterlesen. Mhm. Schwester Dong, liest du weiter? Sehr gern. Hier. Meine Taten sind zahlreicher als die Sandkörner an den Stränden. Und meine Weisheit ist größer als die aller Söhne Salomons. Dennoch sehen mich die Menschen nur als Arzt von geringer Bedeutung und einen unbekannten Lehrer der Menschen. Wie viele glauben nur an mich, damit ich sie heile? Wie viele glauben nur an mich, damit ich meine Kräfte gebrauche, um unreine Geister aus ihren Körpern auszutreiben? Und wie viele glauben an mich, nur um Frieden und Freude von mir zu empfangen? Wie viele glauben an mich, nur um mehr materiellen Reichtum von mir zu fordern? Und wie viele glauben an mich, nur um ein Leben in Sicherheit zu führen und um sicher und gesund in der zukünftigen Welt zu sein? Wie viel glauben an mich, nur um das Leiden der Hölle zu vermeiden und den Segen des Himmels zu empfangen? Wie viele glauben an mich nur wegen vorübergehender Bequemlichkeit, aber streben nicht danach, etwas in der zukünftigen Welt zu erlangen? Als ich meinen Zorn auf den Menschen herniederbrachte und alle Freude und den Frieden wegnahm, den er ursprünglich besaß, wurde der Mensch unsicher. Als ich dem Menschen das Leiden der Hölle gab und den Segen des Himmels zurückforderte, verwandelte sich die Scham des Menschen in Zorn. Als der Mensch mich bat, ihn zu heilen, ich ihn dennoch nicht anerkannte und Abscheu für ihn empfand, entfernte sich der Mensch weit von mir und suchte den Weg der Hexendoktoren und Zauberei. Als ich alles wegnahm, was der Mensch von mir gefordert hatte, verschwanden alle spurlos. Darum sage ich, dass der Mensch an mich glaubt, weil ich zu viel Gnade erweise und es viel zu gewinnen gibt. Die Juden glaubten an mich wegen meiner Gnade und folgten mir,
wohin ich auch immer ging. Diese unwissenden Menschen von begrenzter Erfahrung suchten nur nach meinen Zeichen und Wundern. Sie betrachten mich als das Oberhaupt des Hauses der Juden, der die größten Wunder vollbringen konnte. Als ich Dämonen aus den Menschen austrieb, sprachen sie daher in großer Verwirrung miteinander und sagten, dass ich Elia sei, dass ich Moses sei, dass ich der älteste aller Propheten sei, dass ich der größte aller Ärzte sei. Abgesehen davon, dass ich selbst sagte, ich sei das Leben, der Weg und die Wahrheit, konnte niemand mein Wesen oder meine Identität kennen. Abgesehen davon, dass ich selbst sagte, dass der Himmel der Ort sei, an dem mein Vater wohnt, wusste niemand, dass ich der Sohn Gottes und Gott selbst bin. Abgesehen davon, dass ich sagte, dass ich der ganzen Menschheit Erlösung bringen und die Menschheit auslösen würde, wusste niemand, dass ich der Erlöser der Menschheit bin. Die Menschen kannten mich nur als gütigen und mitfühlenden Menschen. Und abgesehen davon, dass ich in der Lage war, alles zu erklären, was es an mir gibt, kannte mich niemand. Und niemand glaubte, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin. Der Mensch hat nur so eine Art Glauben an mich und hält mich auf diese Weise zum Narren. Wie kann der Mensch mich bezeugen, wenn er solche Ansichten über mich hat? Irre, das klingt mir so, als würde Gott selbst zu uns sprechen. Ich denke auch. Das ist genau der Ton, den Gott anschlagen würde. Es scheint Gottes Stimme zu sein. Kein Mensch könnte sich diese Worte ausdenken. Die Stimme Gottes. Heißt das, dass wir die Stimme Gottes hören? Ja, es ist wunderbar, dass ihr so fühlt. Was hat der Herr Jesus gesagt? Denn meine Schafe hören meine Stimme. Ich meine, hört ihr darin nicht Gottes Stimme? Ja. Dem Herrn sei Dank. Gott hat uns wirklich gesegnet und uns erlaubt, seine Stimme zu hören. Ja. Das stimmt, ja. Diese Worte enthalten wirklich die Wahrheit. Ja, und genau so sollten Gottesgläubige ihn kennenlernen. Diese Worte sind wertvoll. Diese Worte führen und erleuchten uns, um Gott kennenzulernen. Dem Herrn sei Dank. Ihr betrachtet diese Worte als wertvoll. Das ist großartig. Ich beschäftige mich mit dem Buch schon über ein Jahr. Viele Geheimnisse der Bibel werden durch dieses Buch enthüllt. Und was drinsteht, sind Wahrheiten, die Gläubige verstehen müssen. Es beseitigt viele Schwierigkeiten und Unklarheiten. Je länger ich es lese, desto heller ist mein Herz. Wenn man es gelesen hat, versteht man viele Wahrheiten und sieht die Dinge klarer. Es ist wahrhaftig Gottes Segen, das lesen zu dürfen. Dank sei dem Herrn. Wow, das Buch ist wirklich wertvoll. Hey, Shengwa. Ja? Wer hat das Buch geschrieben? Wo kommt es her? Ja. Kannst du uns was darüber sagen? Ein Freund, der das Evangelium predigt, gab es mir. Sag mal, kannst du uns das Buch hier lassen, damit wir es lesen können? Aber ja, ich überlasse es euch gern, wenn ihr es lesen möchtet. Oh, danke. Wenn ihr es oft lest, werdet ihr allmählich verstehen können, woher das Buch gekommen ist. Dank sei dem Herrn. Ja, ich habe auch ein paar Videos mitgebracht. Lasst sie uns sehr ansehen. Gern. Gut. Das Buch ist einfach großartig. Lass uns ein bisschen weiterlesen. Gottes 6000-jähriger Führungsplan ist dabei, ein Ende zu finden. Und das Tor des Königreiches ist für alle geöffnet worden, welche die Erscheinung Gottes suchen. Worauf wartet ihr, liebe Brüder und Schwestern? Was ist es, das ihr sucht? Erwartet ihr die Erscheinung Gottes? Sucht ihr nach Fußspuren Gottes? Wie sehr sehnt man sich nach der Erscheinung Gottes und wie schwierig ist es, Gottes Fußspuren zu finden. Was müssen wir in einem Zeitalter wie diesem und in einer Welt wie dieser tun, um die Erscheinung Gottes zu erleben? Was müssen wir tun, um den Fußspuren zu folgen?
alle, welche die Erscheinung Gottes erwarten, stehen diesen Fragen gegenüber. Ihr alle habt schon bei mehr als einer Gelegenheit darüber nachgedacht. Aber mit welchem Ergebnis? Wo erscheint Gott? Wo sind die Fußspuren Gottes? Habt ihr Antworten erhalten? Die Antwort vieler Menschen wäre wie folgt: Gott erscheint unter denen, die ihm folgen. Und seine Fußspuren sind unter uns. So einfach ist das. Eine formelhafte Antwort kann jeder geben. Versteht ihr aber, was die Erscheinung Gottes ist und was die Fußspuren Gottes sind? Die Erscheinung Gottes bezieht sich auf seine persönliche Ankunft auf Erden mit dem Ziel, seine Arbeit zu tun. Mit seiner eigenen Identität und Disposition und seiner inhärenten Methode steigt er unter die Menschen herab, um ein neues Zeitalter zu beginnen und das alte Zeitalter zu beenden. Diese Art der Erscheinung erfolgt nicht im Stil einer Zeremonie. Sie ist kein Zeichen, kein Bild, kein Wunder, keine große Vision. Und noch viel weniger ist sie eine Art religiöser Prozess. Sie ist eine reale und wirkliche Tatsache, die angefasst und erblickt werden kann. Diese Art der Erscheinung ist nicht zum Zweck, einem Prozess zu folgen oder zum Zweck eines kurzfristigen Ereignisses. Sie ist vielmehr zum Zweck einer Arbeitsphase in seinem Führungsplan. Die Erscheinung Gottes ist immer bedeutungsvoll und ist immer mit seinem Führungsplan verbunden. Die Erscheinung unterscheidet sich vollständig von der Erscheinung von Gottes Führung, Leitung und Erleuchtung des Menschen. Jedes Mal, wenn er sich selbst offenbart, führt Gott eine Phase großen Wirkens aus. Dieses Werk unterscheidet sich von dem jedes anderen Zeitalters. Sie ist für den Menschen unvorstellbar und ist vom Menschen noch nie erfahren worden. Es ist ein Werk, das ein neues Zeitalter beginnt und das alte Zeitalter abschließt. Und es ist eine neue und verbesserte Form des Werks zur Rettung der Menschheit. Es ist ein Werk, die Menschheit in das neue Zeitalter zu führen. Das ist die Bedeutung der Erscheinung Gottes. Das sind tiefgründige Worte. Ein durchschnittlicher Mensch könnte das nicht sagen. Die Worte sind wundervoll. Lasst uns mehr lesen. Hey, Papa, Mama, schauen wir uns ein Video an. Sehr gern. Nachdem wir also nach den Fußspuren Gottes suchen, müssen wir nach Gottes Willen suchen. Nach den Worten Gottes, nach den Kundgebungen Gottes. Denn wo neue Worte Gottes sind, da ist die Stimme Gottes. Und wo die Fußspuren Gottes sind, da sind die Taten Gottes. Wo der Ausdruck Gottes ist, da ist die Erscheinung Gottes. Und wo die Erscheinung Gottes ist, da existiert die Wahrheit, der Weg und das Leben. Wenn ihr die Fußspuren Gottes gesucht habt, habt ihr die Worte ignoriert, dass Gott die Wahrheit, der Weg und das Leben ist. Wenn also viele Menschen die Wahrheit erhalten, glauben sie nicht, dass sie die Fußspuren Gottes gefunden haben, und viel weniger noch akzeptieren sie die Erscheinung Gottes. Was für ein schwerwiegender Fehler ist das? Die Erscheinung Gottes kann nicht mit den Vorstellungen des Menschen in Einklang gebracht werden. Viel weniger noch wird Gott auf Geheiß des Menschen erscheinen. Gott trifft seine eigene Wahl und hat seine eigenen Pläne, wann er seine Arbeit verrichtet. Darüber hinaus hat er seine eigenen Ziele und seine eigenen Methoden.
Es ist nicht nötig, seine Arbeit, die er tut, mit dem Menschen zu diskutieren oder die Ratschläge des Menschen zu suchen, geschweige denn jede einzelne Person über seine Arbeit zu unterrichten. Dies ist die Disposition Gottes und sie sollte darüber hinaus von jedem begriffen werden. Wenn es euch danach verlangt, die Erscheinung Gottes mitzuerleben, wenn ihr den Fußstapfen Gottes folgen wollt, dann müsst ihr zuerst eure eigenen Vorstellungen überwinden. Ihr dürft nicht verlangen, dass Gott dies oder jenes tut. Viel weniger noch solltest du ihn in deine eigenen Abgrenzungen platzieren und ihn auf deine eigenen Vorstellungen beschränken. Stattdessen solltet ihr fragen, wie ihr die Fußstapfen Gottes suchen solltet, wie ihr die Erscheinung Gottes akzeptieren solltet und wie ihr euch der neuen Arbeit Gottes unterwerfen solltet. Das ist es, was vom Menschen getan werden sollte. Nachdem der Mensch nicht die Wahrheit ist und die Wahrheit nicht besitzt, sollte der Mensch suchen, akzeptieren und gehorchen. Wahnsinn, das ist echt gut ausgedrückt. Die Suche nach der Erscheinung Gottes ist so klar beschrieben. Das stammt sicher aus der Offenbarung des Heiligen Geistes. Das sind niemals Worte eines Menschen. Bisher haben wir auf die Wiederkunft des Herrn gewartet und hörten auf Pastoren und Älteste. Aber die Suche nach den Äußerungen des Heiligen Geistes haben wir übersehen. Ja, wir waren dumm und unwissend. Da hast du recht. Das sind die Äußerungen des Heiligen Geistes, das kann ich sehen. Unvorstellbare Geheimnisse werden enthüllt. Ja. Das ist ein unglaublich wertvolles Buch. Ja. Hey, so, lies weiter. Einst nannte man mich Jehova. Ich wurde auch Messias genannt. Und die Menschen nannten mich einst Jesus den Erlöser, weil man mich liebte und respektierte. Aber heute bin ich nicht der Jehova oder Jesus, den die Leute aus der Vergangenheit kennen. Ich bin der Gott, der das Zeitalter zu einem Ende führen wird. Ich bin der Gott selbst, der an den Enden der Erde aufsteigt, reichlich versehen mit meiner gesamten Disposition und voller Autorität, Ehre und Ruhm. Die Menschen haben sich niemals mit mir befasst, haben mich nie gekannt und kannten zu keiner Zeit meine Disposition. Von der Schöpfung der Welt bis heute hat mich noch nie jemand gesehen. Dies ist der Gott, der dem Menschen während der letzten Tage erscheint, aber unter den Menschen verborgen ist. Er wohnt mit den Menschen wahr und echt, wie die brennende Sonne und das flammende Feuer kraftvoll und mächtig. Es gibt keinen Menschen und kein Objekt, das nicht durch meine Worte gerichtet wird. Und keinen Menschen und kein Objekt, das nicht durch das brennende Feuer gereinigt wird. Mit der Zeit werden alle Nationen durch meine Worte gesegnet und auch durch meine Worte in Stücke zerschlagen werden. So werden alle Menschen während der letzten Tage sehen, dass ich der zurückgekehrte Erlöser bin. Dass ich der allmächtige Gott bin, der die Menschheit erobert. Und dass ich einst das Sündenopfer für die Menschen war. Aber dass ich in den letzten Tagen auch zu den Flammen der Sonne werde, die alles niederbrennt. Wie auch die Sonne der Rechtschaffenheit, die alles offenlegt. Derart ist mein Werk der letzten Tage. Ich nahm diesen Namen an und bin von dieser Disposition erfüllt, dass alle Menschen sehen können, dass ich ein rechtschaffener Gott und die brennende Sonne und das flammende Feuer bin. Es ist so, dass alle mich anbeten können, den einzig wahren Gott,
und so, dass sie mein wahres Gesicht sehen können. Ich bin nicht nur der Gott der Israeliten und ich bin nicht nur der Erlöser. Ich bin der Gott aller Kreaturen der Himmel, der Erde und der Meere. Das sind starke, maßgebende Worte. Hey, Jinxin, ist das nicht die Stimme Gottes? Ich denke schon. Das sind so mächtige Worte. Sie scheinen Zeugnis für den allmächtigen Gott abzulegen. Die Mitglieder des östlichen Blitzes haben bezeugt, dass der Herr wiederkehrt und dass er der allmächtige Gott im Fleisch ist. Er hat viele Wahrheiten ausgedrückt und vollbringt das Werk des Gerichts. Oh, könnte es sein, dass das Wort erscheint im Fleisch ein Buch vom östlichen Blitz ist? Sind das die Worte des allmächtigen Gottes? Ich denke, ja. Diese Passage bezeugt, dass der allmächtige Gott die Wiederkunft des Herrn Jesus ist. Oh, der östliche Blitz wird von den Pastoren und Ältesten verurteilt. Liegt das nicht daran, dass sie die Wiederkunft des Herrn Jesus bezeugen? Als allmächtiger Gott? Wahrscheinlich. Wenn das der Fall ist, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ist der allmächtige Gott wirklich die Wiederkunft des Herrn Jesus? Ist er die Erscheinung des Herrn Jesus? Du hast recht. Deswegen verurteilen die Pastoren und Ältesten den östlichen Blitz. Wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen. Absolut. Lass mal sehen, ob die Worte in diesem Buch wirklich von Gott geäußert wurden, ob sie wirklich seine Stimme sind. Ich denke, die Passagen, die wir gelesen haben, sind wundervoll. Ich denke, dass sie alle die Wahrheit sagen. Ja. Aber die Bibel sagt, dass der Herr Jesus auf einer Wolke herabkommen wird. Aber der östliche Blitz sagt, dass der menschgewordene Gott erschienen ist und wirkt. Was stimmt nun? Darüber sind wir uns nicht im Klaren. Vielleicht warten wir lieber auf Chenghua. Die können wir fragen. Sehr gut. Dem Herrn sei Dank. Schwester Dong, hattest du Gelegenheit, das Buch zu lesen? Hatte ich, ja. Gut. Chenghua? Ja? Ist das Buch, das Wort erscheint im Fleisch, nicht vom östlichen Blitz herausgebracht? Das ist es. Bist du dem östlichen Blitz beigetreten? Ja, bin ich. Seit über einem Jahr akzeptiere ich den allmächtigen Gott. Ich bin hier, weil ich sehe, dass in der Kirche noch Menschen sind, die aufrichtig an Gott glauben und die Wahrheit suchen. Ich wollte mit Ihnen das Evangelium teilen und dann unsere Gemeinde verlassen. Vor ein paar Tagen habe ich Schwester Sang, Schwester Yang und Bruder Su einige Zeilen aus dem Buch vorgelesen. Danach kamen sie zu dem Schluss, dass die Worte des allmächtigen Gottes die Stimme Gottes sind. Ganz genau. Schwester Dong, ich bin so froh, dass du zurückgekehrt bist. Deswegen schenke ich dir das Buch. Ich möchte, dass ihr Gottes Stimme hören könnt, wenn ihr seine Worte lest. Wie habt ihr euch nach dem Lesen des Buches gefühlt? Einfach großartig. Die Worte sind wundervoll. Sie sagen etwas, was wir in der Religion weder lesen noch hören können. Ja, Gott sei Dank. Wir haben das Gefühl, dass diese Worte die Wahrheit sind. Sie scheinen Äußerungen des Heiligen Geistes zu sein. Gott sei Dank. Aber trotzdem haben wir noch Fragen. Ach, nur zu, fragt. Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus auf einer Wolke herabkommen wird. Aber der östliche Blitz sagt, dass der menschgewordene Gott erschienen ist und wirkt. Naja, das verstehen wir eben nicht. Bitte teil dein Wissen mit uns. Ja. Gern. Die meisten Gläubigen denken, dass der Herr Jesus auf einer Wolke herabkommen wird, was ja im Einklang mit der Bibel zu stehen scheint. Doch der Herr Jesus hat verschiedene Dinge über seine Wiederkunft prophezeit. Wir kennen nur eine dieser Prophezeiungen. Aber die steht nicht im Einklang mit seinem Willen. Genau wie du habe ich geglaubt, dass der Herr Jesus auf einer Wolke herabkommen würde, nachdem ich mit den Brüdern und Schwestern der Kirche des allmächtigen Gottes gesprochen hatte, verstand ich endlich. Es gibt nicht nur die Prophezeiung, dass der Herr Jesus auf einer Wolke wiederkehrt, sondern auch darüber, dass er unbemerkt als Mensch zurückkommt. Genau wie der Herr Jesus sagte.
Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Es gibt auch diese Stelle, zur Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Als Dieb kommen ist ein Gleichnis. Es bedeutet, dass er im Stillen kommen und Schätze stehlen wird. Und nicht jeder wird es wissen oder sehen können. Nur jene weisen Jungfrauen, die auf Gottes Stimme hören und die Tür öffnen, können den Herrn willkommen heißen, vor seinem Thron entrückt werden und das Fest des Lammes teilen. Der Herr Jesus hat auch Folgendes über seine Wiederkunft prophezeit. Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird des Menschen Sohn an seinen Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Mit dem Erwähnten des Menschen Sohn, damit ist der fleischgewordene Gott gemeint. Es ist Gott im Fleisch genau wie der Herr Jesus. Ich meine, er sah wie eine normale Person aus. Deshalb erkannten die Menschen den Herrn Jesus erst als Christus, als er sprach und sein Werk vollbrachte. Oh ja. Wenn also die Wiederkunft des Herrn sein geistiger Leib wäre und käme sichtbar auf einer Wolke herab, dann könnte ihn jedermann sehen und alle würden ängstlich und zitternd zu Boden fallen. Wer würde es dann wagen, den Herrn abzulehnen? Ja, richtig. Mhm. Oh ja. Also sagte der Herr Jesus, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Also wie können diese Worte erfüllt werden? Es ist nur der fleischgewordene Gott als des Menschen Sohn, der erscheint und wirkt, der viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen wird. Auch als der Herr Jesus erschien und wirkte, haben die Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer nicht geglaubt, dass er der fleischgewordene Gott ist. Sie widerstanden ihm und verurteilten ihn und nagelten ihn sogar ans Kreuz. Soweit ist das allen klar. Ja. Ganz klar. Die Prophezeiung des Herrn ist total klar. Wenn der Herr wiederkehrt, ist so klar, dass er als des Menschen Sohn viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen wird. Bezieht sich das nicht auf den menschgewordenen Gott? Ja, klar, was sonst? Wir haben die Prophezeiung des Herrn Jesus so oft gelesen. Ja, aber diesen Schluss haben wir nicht daraus gezogen. Das ist wahr. Ja, die Prophezeiungen sind geheimnisvoll und schwer durchschaubar. Wenn es das Werk des allmächtigen Gottes nicht gäbe, könnten wir die Prophezeiung des Herrn Jesus niemals verstehen. So ist es, ja. Genau. Ich habe die Bibelstellen gelesen, die Chenghua oft mit uns geteilt hat. Warum fühlt es sich an, als hätte ich sie nie gelesen? Nach dem Austausch heute fühle ich, dass mein Herz plötzlich erwacht ist. Ja. Die Prophezeiungen des Herrn Jesus sind doch erfüllt. Ich denke, ja. Er ist der wiedergekehrte, fleischgewordene Herr, der der Menschheit erscheint. Ja, genau. Schwester, du hast völlig recht. Der Herr Jesus ist wiedergekehrt und ist der allmächtige Gott im Fleisch. Das Buch, das du gelesen hast, das Wort erscheint im Fleisch, hat der allmächtige Gott zum Ausdruck gebracht. Das ist die Bibel des Zeitalters des Königreichs, das Bekenntnis des östlichen Blitzes. Oh. Hier. Großartig. Sobald ihr die Worte in diesem Buch gelesen habt, werdet ihr fühlen, dass sie die Wahrheit und die Stimme Gottes sind. Viele gute Schafe verschiedener Religionen haben gehört, dass die Worte des allmächtigen Gottes die Wahrheit und die Stimme Gottes sind und das Fest des Himmelreichs gefeiert haben. Wundervoll ist es. Der allmächtige Gott vollbringt in den letzten Tagen das Werk des Gerichts und reinigt und rettet die Menschheit. Er führt sie dann an ein schönes Ziel. Er führt sie in das Reich Christi. Dank sei dem Herrn. Das ist wirklich wundervoll. Ja. Alle, die das Werk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen annehmen, sind weise Jungfrauen und werden vor der Katastrophe erhoben werden. Diese Menschen können hoffen, vervollkommnet und zu Überwindern gemacht zu werden und Teil von Gottes Volk zu sein. Sehr gut. Dem Herrn sei Dank. Sobald Gott eine Gruppe Überwinder geschaffen hat, schickt er sich an, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Nach der Katastrophe wird er auf einer Wolke herabkommen und allen Völkern offen erscheinen. Dann, so prophezeit es das Buch der Offenbarung, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Diese Worte werden erfüllt sein.
Wow, also werden die Worte wahr. Wenn die, die nur darauf warten, dass der Herr auf einer Wolke herabkommt, den allmächtigen Gott nicht annehmen wollten, sondern Christus der letzten Tage widerstehen und ihn verurteilen, können sie nur mit der Katastrophe und bitteren Tränen rechnen. Genauso wie es der allmächtige Gott sagt, dass wenn ihr Jesus mit euren eigenen Augen auf einer weißen Wolke vom Himmel herabsteigen seht, dies der öffentliche Auftritt der Sonne der Gerechtigkeit sein wird. Das wird vielleicht eine Zeit großer Begeisterung für dich sein. Trotzdem solltest du wissen, dass der Zeitpunkt, an dem du das Herabkommen Jesu vom Himmel bezeugst, auch der Zeitpunkt ist, an dem du runter zur Hölle fährst, um bestraft zu werden. Er wird das Ende des Führungsplans Gottes ankündigen und wird der Zeitpunkt sein, wenn Gott die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Denn das Urteil Gottes wird beendet sein, bevor der Mensch Zeichen sieht, wenn es nur den Ausdruck der Wahrheit gibt. Diejenigen, die die Wahrheit akzeptieren und nicht nach Zeichen suchen und somit gereinigt worden sind, werden vor den Thron Gottes zurückgekehrt sein und in die Umarmung des Schöpfers gekommen sein. Nur jene, die auf dem Glauben beharren, dass der Jesus, der nicht auf einer weißen Wolke reitet, ein falscher Christus ist, werden ewig währender Bestrafung unterworfen. Denn sie glauben nur an den Jesus, der Zeichen zur Schau stellt. Aber erkennen den Jesus, der hartes Urteil verkündet und den wahren Lebensweg freigibt, nicht an. Und so kann es nur sein, dass Jesus mit ihnen umgeht, wenn er in der Öffentlichkeit auf einer weißen Wolke zurückkehrt. Da wird mir manches klar. Also so erfüllt sich die Prophezeiung über die Wiederkunft des Herrn. Vorher hielten wir uns blind an die Worte der Pastoren und Ältesten und glaubten, dass er auf einer Wolke wiederkehrt. Ja. Ohne drüber nachzudenken, starrten wir nach oben und warteten auf die Wolke mit dem Herrn. Wir dachten, dass wir so ins Himmelreich kommen könnten. Wir haben die Prophezeiungen über die geheime Herabkunft übersehen. Wenn ich's mir recht überlege, wir haben die Prophezeiungen der Bibel gelesen. Wie ist es möglich, dass wir nichts verstanden haben? Recht verstehe ich auch nicht. Die Pastoren und Ältesten erklären die Bibel nicht klar. Sie lassen uns an den Buchstaben festhalten und das hat uns ernsthaft in die Irre geführt. Niemand würde was anderes sagen. Genau das war es. Wenn du uns nicht das Buch überlassen hättest, hätten wir dann nicht die Gelegenheit verpasst, den Herrn willkommen zu heißen. Du hast eine Klug. Ja. Gott sei Dank. Fast wären wir zu den törichten Jungfrauen geworden, die der Herr verlassen wird. Ja. Echt beängstigend. Oh ja. Der Herr hat uns Gnade erwiesen. Hm. Zum Glück hat er uns nicht verlassen. Ja. Also, wie haben wir so viel Glück verdient? Wir haben wirklich Glück. Ja. Warum hast du gerade uns das Buch gegeben? Dank sei dem Herrn. Ja. Das ist die ganze Gestaltung des Herrn. Gott sei Dank. Sonst. Wir haben das Buch gelesen und die Stimme des Herrn gehört und hießen ihn willkommen. Er liebt uns ein ganz besonders. Glück. Dem Herrn sei Dank. Ja, ein großes Glück. Du hast Glück. Alle die sind gesegnet, die Gottes Stimme hören. Ja, danke. Ich hole uns etwas Wasser. Ja. Danke. Je länger wir reden, desto heller fühlt sich mein Herz an. Wir sollten uns öfter austauschen. Sehr gern. Das ist das ganze Geheimnis. Hey. Shengua. Du hast den allmächtigen Gott vor über einem Jahr entdeckt. Du musst also mehr von der Wahrheit verstehen. Ich würde gern wissen, woran du gemerkt hast, dass die Wiederkunft des Herrn der allmächtige Gott ist. Erzähl es uns. Ja, bitte erzähl es uns. Okay. Unsere Kirche war trostlos und ich hatte keine Freude mehr an den Versammlungen. Ich betete weiter zum Herrn und fragte, was eigentlich vor sich ginge. Wie uns das Werk des Heiligen Geistes und die Gegenwart des Herrn fehlen konnten. Gerade als ich mit meiner Geduld am Ende war, ging ich zu einer Freundin. Sie berichtete mir vom Werk des allmächtigen Gottes der letzten Tage und gab mir, das Wort erscheint im Fleisch, das die Worte des allmächtigen Gottes enthält. Als ich diese Worte las, stellte ich fest, dass sie die Wahrheit und die Stimme Gottes waren. Und wer kann die Wahrheit ausdrücken, abgesehen von Gott? Niemand kann die Wahrheit ausdrücken. Genau. Der allmächtige Gott hat alle Wahrheiten ausgedrückt, die die Menschheit reinigen und retten können. Er hat Geheimnisse seines Führungsplans zur Rettung der Menschheit enthüllt und hat das Ziel seiner drei Arbeitsphasen deutlich erläutert. Die Geheimnisse seiner Fleischwerdung offenbart, die innere Geschichte und das Wesen der Bibel und wie Satan die Menschheit verdirbt und wie Gott die Menschheit rettet
Das Ergebnis und endgültige Ziel jedes Menschen und wie man sich bemühen sollte, um Erlösung zu erlangen und in Gottes Reich einzugehen. All diese wichtigen Wahrheiten werden klar dargestellt. Durch die Worte des allmächtigen Gottes habe ich viele Wahrheiten verstanden, die ich durch die Bibel nicht verstehen konnte. Das hat meine Vorstellungen und Ideen von Gott geklärt und ich habe auch verstanden, welchen Weg ich in meinem Glauben an Gott gehen sollte. Ich habe Nahrung für meine Seele gewonnen. Es gibt keine Finsternis mehr in mir und ich habe den Heiligen Geist wieder gewonnen. Ich bin so glücklich. Ich habe endlich die Quelle lebendigen Wassers gefunden. Dank sei dem Herrn. Ich habe mich an diese Worte des Herrn Jesus erinnert. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Amen. Amen. Die Worte des allmächtigen Gottes haben die Prophezeiung des Herrn Jesus erfüllt. Darum bin ich mir sicher, dass er wiedergekehrt ist. Dass er der allmächtige Gott im Fleisch ist. Deswegen habe ich ihn anerkannt. Dank sei dem Herrn. Schwester Dong, Bruder Liu, sobald ihr mehr in seinem Buch gelesen habt, wird euer Herz euch sagen, die Prophezeiung ist erfüllt. Der Herr Jesus ist wiedergekehrt. Ja, Dank sei dem Herrn. Dann müssen wir von den Worten des allmächtigen Gottes lesen. Ja. Hey, was haltet ihr von einem Video, in dem ihr die Worte des allmächtigen Gottes hört? Großartig. Ja. Sehr schön. Im gesamten Universum vollbringe ich mein Werk. Und im Osten quellen tosende Zusammenbrüche endlos hervor, die alle Konfessionen und Glaubensgemeinschaften erschüttern. Es ist meine Stimme, die alle Menschen in die Gegenwart geführt hat. Ich werde alle Menschen von meiner Stimme erobern, in diesen Strom fallen und sich mir unterwerfen lassen. Denn ich habe meine Herrlichkeit längst von der ganzen Erde zurückgefordert und sie im Osten neu ausgegeben. Wer sehnt sich nicht, meine Herrlichkeit zu sehen? Wer erwartet nicht ängstlich meine Rückkehr? Wer dürstet nicht nach meinem Wiedererscheinen? Wer schmachtet nicht nach meiner Lieblichkeit? Wer würde nicht zum Licht kommen? Wer würde nicht auf den Reichtum Kanaans sehen wollen? Wer sehnt sich nicht nach der Rückkehr des Erlösers? Wer liebt nicht den großen Allmächtigen? Meine Stimme soll sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Ich wünsche meinem auserwählten Volk gegenüberzustehen und mehr Worte zu ihnen zu sprechen, wie die mächtigen Donner, die die Berge und Flüsse erschüttern. Spreche ich meine Worte zum ganzen Universum und zur Menschheit. Daher sind die Worte in meinem Mund zum Schatz des Menschen geworden und alle Menschen schätzen meine Worte. Der Blitz leuchtet vom Osten bis ganz in den Westen. Meine Worte sind so, dass der Mensch abgeneigt ist, sie aufzugeben. Und gleichzeitig findet er sie unergründlich, aber frohlockt über sie. Wie ein neugeborenes Kind sind alle Menschen froh und fröhlich und feiern mein Kommen. Durch meine Stimme werde ich alle Menschen vor mich holen. Amen. Amen. Dem Herrn sei Dank. Seine Worte sind wundervoll. Von da an werde ich formell in die Menschheit eintreten, damit sie kommen werden, um mich anzubeten. Mit der Herrlichkeit, die ich ausstrahle, und den Worten in meinem Mund, werde ich es bewirken, dass alle Menschen vor mich kommen und sehen, dass der Blitz aus dem Osten leuchtet und dass ich auch zum Ölberg des Ostens hinabgestiegen bin. Sie werden sehen, dass ich schon lange auf der Erde gewesen bin
nicht mehr als der Sohn der Juden bin, sondern als der Blitz des Ostens. Denn ich bin schon längst wieder auferstanden und habe mich von der Mitte der Menschheit entfernt und bin in Herrlichkeit unter den Menschen wieder erschienen. Ich bin derjenige, der schon unzählige Zeitalter zuvor angebetet wurde. Und ich bin der Säugling, der von den Israeliten im Stich gelassen wurde, unzählige Zeitalter zuvor. Darüber hinaus bin ich der glorreiche, allmächtige Gott der Gegenwart. Amen. Amen. Dank sei dem Herrn. Lasst alle vor meinen Thron kommen, um mein herrliches Antlitz zu sehen, meine Stimme zu hören und meine Taten zu sehen. Amen. Amen. Dies ist die Gesamtheit meines Willens. Es ist das Ende und der Höhepunkt meines Plans sowie der Zweck meiner Führung. Lasst jede Nation mich anbeten, jede Zunge mich bekennen, jeden Menschen seinen Glauben an mich vertrauen und jedes Volk mir untertan sein. Amen. Das hat sie das erklärt. Nur der Geist Gottes könnte seine Erscheinung bezeugen. Ja, genau. Glaubt ihr auch, dass die Erscheinung von Gott ist? Ja. Dank sei dem Herrn. Nur vom Heiligen Geist kann Gottes Werk und Erscheinung bezeugt werden. Nur das ist echt. Ja. Weil es in der Bibel prophezeit wurde. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht. Sondern allein der Vater. Hey, haben wir durch die Worte und das Zeugnis des Heiligen Geistes nicht bereits die Erscheinung des Herrn gesehen? Aber ja. Ja, damit hast du absolut recht. Ich meine, der allmächtige Gott hat die Wahrheiten ausgedrückt, die die Rettung der Menschen ermöglichen. Und seine Worte erleuchten die Menschheit in der Finsternis. Als die guten Schafe verschiedener Religionen Chinas erkannten, dass die Worte des allmächtigen Gottes seine Stimme sind, haben sie sich ihm zugewandt. Die Worte des allmächtigen Gottes, das Wort erscheint im Fleisch, sind bereits online und legen für die ganze Menschheit Zeugnis ab. Es ist online. Während das Evangelium über das Königreich weiter verbreitet wird, obwohl die Kirche des allmächtigen Gottes von der kommunistischen Regierung brutal verfolgt und von antichristlichen Kräften verurteilt wurde, kann keine Kraft des Satans die Ausbreitung des Evangeliums aufhalten. Amen. Amen. Das ist die Macht der Worte Gottes. Amen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Worte und das Werk des allmächtigen Gottes haben die Prophezeiung erfüllt. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Ein Blitz ist ein helles Licht und das bezieht sich auf Gottes Wort. Ausgeht vom Aufgang, damit ist der Osten, also China, gemeint. Und scheint bis zum Niedergang bedeutet, dass er bis in den Westen reicht. Und die Zukunft des Menschensohnes meint, dass Gott Fleisch geworden ist und im Osten, also China, wirkt. Und endlich dehnte sich das Werk in den Westen aus, sodass die Worte erfüllt wurden. Ja, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja, erst jetzt nach diesen Gesprächen habe ich verstanden, dass die Worte des Herrn sich auf diese Weise erfüllen. Ja. In meinen kühnsten Träumen hatte ich nicht gedacht, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus so erscheinen und wirken würde. Kein Wunder, dass er sagte, denn meine Schafe hören meine Stimme. Wir hören auf die Stimme Gottes und suchen die Wahrheit. Entsprechend sehen wir seine Erscheinung und sein Werk. Ja, dem Herrn Wie sei Dank. Wie weise von dem Herrn so zu erscheinen, das ist aufschlussreich für die Menschen. Oh ja, wirklich weise. Da du das erwähnst, denke ich an diese Worte des Herrn Jesus. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Amen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Amen. Die Worte des Herrn sind so echt. Wir haben zum Herrn gebetet. Herr, wo wirst du erscheinen? Und jetzt hat der Herr Menschen gesandt, um das Evangelium zu verbreiten. Dank sei dem Herrn. Er hat uns wirklich Gnade erwiesen. Richtig. Gott hat uns nicht verlassen. Ja. Gott ist treu. Gott sei Dank. Es sind wirklich Gottes Schafe, die seine Stimme hören. Dank der Äußerung des allmächtigen Gottes können wir ganz sicher sein, dass der Herr Jesus bereits wiedergekehrt ist und dass er der allmächtige Gott ist. Wir haben endlich die Wiederkunft des Herrn begrüßt. Dem allmächtigen Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wollen wir uns ein Lied von Gottes Worten anhören? Aber ja.
Lisa! Ja? Sieh doch mal, wer da ist. Okay. Lass uns das Buch weglegen. Ja, wer ist da? Liu Changjin. Oh, Direktorin Liu. Song, ist deine Mutter da? Ja, ist sie. Ma, Direktorin Liu ist da. Platz. Direktorin Liu. Gut, du bist zu Hause. Jinxin, das ist Polizeichef Shen und der Polizist Li von der Wache. Oh. Meine Herren, bitte nehmen Sie drinnen Platz. Dong Jingxin, du bist erst wenige Tage zu Hause. Und schon Besuch gehabt? Wollte jemand das Evangelium predigen? Glaubst du immer noch an Gott, obwohl du im Gefängnis warst? Ich dachte, du hast daraus gelernt. Man kann nicht ins Gefängnis gehen, ohne was daraus zu lernen. Wenn du deine Tage zu Hause verbracht hättest, wie du solltest, willst du denn wieder zurück ins Gefängnis? Ha? Glaub nicht, dass alles in Ordnung ist, nur weil du aus dem Gefängnis raus bist. Ab sofort wirst du dich einmal im Monat bei der Polizei melden und Bericht erstatten. Über das, was du getan und nicht getan hast. Ob du auf Versammlungen warst oder das Evangelium gepredigt hast. Und mit wem du Kontakt hattest. Und wenn jemand das Evangelium predigen sollte, besonders vom östlichen Blitz, dann musst du diesen Verstoß unbedingt melden. Ich warne dich, wenn du noch einmal das Evangelium predigst, dann kriegen wir dich. Und dann wird es keine Frage von wenigen Jahren sein. Wenn du dich nicht daran hältst, kommst du lebenslang hinter Gitter. Bist du dir darüber im Klaren? Ach ja. Ich bin heute hier, weil ich dich über die neuen Bestimmungen informieren wollte. Das ist zu deinem Besten. Das solltest du verstehen. Richtig. Das ist das Beste für euch alle, wenn ihr kooperiert. Welche Gesetze brechen wir eigentlich, wenn wir an Gott glauben? Ihr habt meine Mutter ohne rechtliche Grundlage für 7 Jahre eingesperrt. Und jetzt, wo sie draußen ist, kommt ihr immer noch her und verhört uns. Das entzieht meiner Mutter illegal die Freiheit. Könnt ihr die Menschen nicht ihr Leben leben lassen? So. Oma. Polizeichef Chen, erstens hat keiner von uns Gläubigen das Gesetz gebrochen und zweitens hat keiner ein Verbrechen begangen. Und wir beteiligen uns nicht an Politik. Also warum werden wir verhaftet und verfolgt? Warum erhalten wir keine Glaubensfreiheit? Ich verstehe das nicht. Mit unserem Glauben an Gott gehen wir den richtigen Weg. Warum dürfen wir das nicht? Ich bin raus aus dem Gefängnis, aber ihr lasst mich noch immer nicht in Ruhe. Wir haben absolut nichts gegen euch. Aber warum hasst ihr uns Gläubige so sehr? Du! Okay, okay, der Polizeichef will euer Bestes. Also lass es sein. Und er will euch noch etwas sagen. Glaubt mir, wir wollen euch weder verhaften noch überwachen. Das ist die kommunistische Regierung und die Vorschrift unserer Vorgesetzten. Wir haben keine andere Wahl. Ich verstehe ja, dass ihr Gläubigen keine Verbrechen begangen habt. Aber das sieht die Regierung anders. Und die hassen euch Gläubige nun mal. Und wenn sie uns befehlen, euch zu verhaften, ja, was sollen wir dann machen? Gebt nicht uns die Schuld. Das ist sinnlos. Wie heißt es so schön? Der Weise lässt sich belehren. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr einfach die Regeln der Partei befolgen und nicht mehr an Gott glauben. Habt einfach ein schönes Leben zu Hause und alles ist gut. Dann wird die Regierung euch nicht verfolgen und ihr seid ein Problem los. Habt ihr mich verstanden? Ich meine es wirklich nur gut mit euch. Aber ich rate euch, gut auf euch aufzupassen, okay? Thank you.
Die kommunistische Regierung drängt uns mal wieder in die Ecke. Selbst nach deiner Entlassung überwachen sie deine Schritte. Sie lassen dich nicht frei bewegen oder an Versammlungen teilnehmen. Du musst dich sogar einmal im Monat bei ihnen melden. Das ist, als ob du unter Hausarrest stehst, nach deiner Entlassung. Sie beschneiden uns in unserer Freiheit. Ja. Ich denke, die Verfolgung der Hausgemeinden durch Kommunisten wird immer schlimmer. Die Kirche des allmächtigen Gottes ist noch ärger dran. Da sind sie noch brutaler, noch schrecklicher. Wenn sie wüssten, dass wir an den allmächtigen Gott glauben, dann würden sie uns auf der Stelle verhaften und hart bestrafen. In den letzten Tagen denke ich immer wieder daran, dass wir den östlichen Blitz bereits anerkannt haben und die Regierung das früher oder später rausfinden wird. Wenn ich wieder verhaftet würde, wäre mein Leben... Ich käme wahrscheinlich nicht zurück. Aber ich denke auch, wir glauben schon ein Leben lang an Gott. Haben wir nicht gehofft, dass der Herr kommt und uns ins Himmelreich führt? Sollten wir ihn nun, da er wiedergekehrt ist, aus Feigheit nicht annehmen, dann wäre doch unser Glaube und Leiden in den letzten Jahren vergebens gewesen. Jingxin! Mutter. Setz dich. Jingxin, auch wenn der östliche Blitz der wahre Weg ist, können wir ihn nicht gehen. Wenn du wieder verhaftet wirst, wie soll ich weiterleben? Die 7 Jahre, die du im Gefängnis warst, kannst du dir vorstellen, wie es mir da ergangen ist? Ich war krank vor Sorge um dich. Und ich fürchtete, dass ein Missgeschick passieren würde und du nicht lebend wiederkommst. Ich hatte keine Tränen mehr übrig. Mutter. Ganz zu schweigen davon, dass schon wegen deiner Festnahme von der Schule geflogen ist. Die Regierung hat unser Haus überwachen lassen. Wir waren Gefangene im eigenen Haus. Einige Leute lachen über uns und verleumden uns. Niemand sieht uns an. Ich habe so gehofft, dass du zurückkommst. Und jetzt willst du dem östlichen Blitz folgen. Dann wirst du auf jeden Fall verhaftet und kommst wieder ins Gefängnis. Und keiner weiß, ob du das überlebst oder dort stirbst. Du bist doch meine einzige Tochter. Wer soll sich auf meine alten Tage um mich kümmern? Mutter. Mutter. Jingxin, bitte hör auf meinen Rat. Du darfst auf keinen Fall dem östlichen Blitz folgen. Bitte. Mutter. Diese Jahre, die ich in Haft war, hast du mit mir gelitten. Der Herr Jesus sagt, selig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Der Herr billigt unser Leiden ausdrücklich. Im Gefängnis all die Jahre hat er mich immer beschützt. Ich habe das Gefängnis doch gut überstanden, Mama.
Während der Zeit haben wir gesucht und geforscht und haben herausgefunden, dass der Herr Jesus erschienen ist und wirkt. Hat unser Glaube an den Herrn nicht dazu beigetragen, seine Wiederkunft zu begrüßen? Der Herr ist unter uns. Aber wenn wir aus Angst vor Unterdrückung und Gefängnis nicht wagen, ihn anzunehmen, verwirken wir dann nicht die Chance, ins Himmelreich einzugehen? So ist es, Mutter. Mutter, der östliche Blitz ist der wahre Weg. Es ist der Herr Jesus, der erscheint und wirkt. Wenn wir Gottes Wirken in den letzten Tagen annehmen und ihn bei uns haben, seine Fürsorge und seinen Schutz besitzen, sind wir vor allem gefeit. Hier trennen sich unsere Wege. So ist es. Auf Wiedersehen, Pastor Shia, ältester Shen. Hallo, Bruder Sun? Pastor Shia, ich habe gehört, dass Dong Jingxin sich mit dem östlichen Blitz beschäftigt. Du solltest der Sache nachgehen. In Ordnung. Dong Jingxin ist aus dem Gefängnis raus. Und sie befasst sich mit dem östlichen Blitz. Oh nein. Offenbar haben 7 Jahre nicht gereicht. Dem östlichen Blitz tatsächlich? Wer hat ihr das gepredigt? Ich bin nicht sicher. Oh je. Sie war hoch angesehen in der Kirche. Die Leute liebten ihre Predigten sehr. Wenn sie den östlichen Blitz angenommen hat, wird sie sicherlich viele andere mitnehmen. Das könnte das Ende unserer Gemeinde sein. Koste es, was es wolle. Das müssen wir verhindern. Der östliche Blitz stiehlt uns die Schafe. Hört das denn niemals auf? Da auch Dong Jingxin ihn akzeptiert, gibt es nur noch wenige gute Schafe. Schrecklich. Wir Pastoren und Ältesten werden Generäle ohne Armee. Na gut, lass uns den Fall untersuchen. Jawohl. Schwester Dong, ich mache dir keine Vorhaltungen. Du warst im Gefängnis für den Herrn 7 Jahre. Genau. Du hast Folter ertragen, ohne dem Herrn den Rücken zu kehren. Das ist ein großartiges Zeugnis. Aber das hätte ich mir nie vorstellen können. Du wurdest gerade erst entlassen. Warum hast du nicht mit uns über den östlichen Blitz diskutiert? Ihr wisst alle, dass dies eine kritische Zeit für die Wiederkunft des Herrn ist. Und es gibt so viele falsche Christen, die Menschen in die Irre leiten. Richtig. Ihr dürft auf keinen Fall den falschen Weg wählen. Genau. Denn ich befürchte, dass ihr abgelehnt werdet, wenn der Herr wiederkehrt. Dann wäre dein ganzes Leid vergeblich gewesen. Das stimmt, Schwester Dong. Pastor Shia und ich bedauern es sehr, dass ihr euch dem östlichen Blitz angeschlossen habt, Schwester Dong. Die Kirche war in den letzten Jahren so trostlos, der Heilige Geist fehlte. Wir hätten nichts dagegen, wenn ihr euch eine Gemeinde mit seinem Werk sucht. Aber der östliche Blitz kommt nicht in Frage. Die meisten Pastoren und Ältesten lehnen den östlichen Blitz ab und verurteilen ihn. Wie kann das der wahre Weg sein? Denk mal darüber nach. Wenn der östliche Blitz der wahre Weg wäre, würde man ihn da nicht akzeptieren? Genau so ist es. Die Pastoren und Ältesten kennen die Bibel genau und dienen dem Herrn seit Jahren. Sie verstehen viel mehr als wir. Sie haben Einsicht. Wenn sie etwas verurteilen, kann das nicht der wahre Weg sein. Wir müssen glauben, was sie sagen. Und wir müssen den Namen des Herrn hochhalten und auf seinem Weg bleiben. Wir können nicht an den östlichen Blitz glauben. Pastor Shia, ältester Shen. Ihr sagt, was die Pastoren und Ältesten verurteilen, kann nicht der wahre Weg sein. Aber ist das belegt? Gibt es Worte des Herrn, die das bestätigen? Aus eurer Perspektive kann alles, was sie verurteilen, nicht der wahre Weg sein. Also möchte ich euch fragen, als der Herr Jesus erschien und zu wirken begann, wer hat ihm widerstanden und ihn verurteilt? Wer tat sich mit den römischen Herrschern zusammen und nagelte ihn ans Kreuz? Waren das nicht die Schriftgelehrten, Hohepriester und Pharisäer jüdischen Glaubens? Sie alle hatten Gott viele Jahre gedient und kannten die Schrift gut, aber sie widersetzten sich dem Herrn Jesus und verurteilten ihn. Würdet ihr sagen, dass der Herr Jesus nicht der wahre Gott und sein Werk nicht der wahre Weg ist? Ihr sagt, der östliche Blitz ist nicht der wahre Weg, aber habt ihr diesen Weg denn schon mal untersucht?
Habt ihr die Worte des allmächtigen Gottes gelesen? Ihr habt weder seine Worte gelesen, noch habt ihr diesen Weg mal untersucht. Ihr widersetzt euch und verurteilt ihn. Habt ihr nicht Angst, dieselben Fehler wie sie zu machen, als sie sich ihm widersetzten? Schwester Dong, wie kannst du sowas sagen? Euer Urteil, was der wahre Weg ist, beruht nicht darauf, ob es das Werk des Heiligen Geistes oder die Wahrheit ist. Es beruht darauf, ob die Pastoren und Ältesten ihn ablehnen und verurteilen. Hat das etwas mit Wahrheit oder Gottes Willen zu tun, wenn man so urteilt? Inzwischen haben wir viele Worte des allmächtigen Gottes gelesen und haben entdeckt, dass sie alle die Wahrheit sind. Sie sind maßgebend und mächtig. Sie sind die Stimme Gottes. Wer kann außer Gott die Wahrheit bekunden und seine Stimme ausdrücken? So haben wir festgestellt, dass der allmächtige Gott Gott im Fleisch ist. Und der östliche Blitz ist der wahre Weg. Ja, Pastor Shia, ältester Shen. Ihr habt dem Herrn viele Jahre gedient. Auf der Basis solltet ihr danach streben, Gottes Stimme zu hören. Blind den östlichen Blitz zu verurteilen, bedeutet, sich Gott zu widersetzen. Ganz genau. Lest die Worte des allmächtigen Gottes. Gottes Schafe hören auf seine Stimme. Das hat der Herr Jesus gesagt. Wenn ihr die Worte des allmächtigen Gottes lesen würdet, könntet ihr Gottes Stimme hören und erkennen. Er will, dass ich die Worte des allmächtigen Gottes lese und seine Stimme höre. Das brauche ich nicht. Wo ist Gottes Stimme wirklich? Wenn ich die Bibel lese, höre ich sie. Alle seine Worte habe ich hier drin. Wie kommt es, dass ihr das nicht wisst? Der Herr Jesus hat seine Wiederkunft prophezeit und ließ uns die Stimme Gottes hören. Das heißt, er ließ uns die Stimme des Herrn aus der Bibel hören. Wenn ihr nicht versucht, seine Stimme aus der Bibel zu hören, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Amen. Amen. Wie konntet ihr das nicht erkennen? Das weiß jeder Gläubige. Pastor Shia hat recht. Gottes Worte stehen alle hier drin. Wie könnten irgendwo weitere Worte Gottes existieren? Amen. Ihr sucht außerhalb der Bibel nach der Stimme Gottes? Führt das nicht von der Bibel und dem Weg des Herrn weg? Ganz klar. In unserem Glauben an den Herrn müssen wir die Bibel zu jeder Zeit in Ehren halten. Davon abzuweichen ist Ketzerei. Das muss euch doch klar sein. Pastor Shia, ältester Shen. Ihr sagt, dass alle Worte des Herrn in der Bibel stehen und dass außer denen keine existieren? Aber ist das denn wahr? Hat der Herr gesagt, dass alle Worte in der Bibel stehen? Hat er gesagt, es ist Ketzerei, von der Bibel abzuweichen? Hat er gesagt, dass alle Worte in der Bibel seine Stimme sind? Als Pastor und Ältester solltet ihr wissen, dass der Herr Jesus 3,5 Jahre überall wirkte und predigte. Also muss er viele Dinge gesagt haben. Ist es möglich, dass er nur das gesagt hat, was in der Bibel aufgezeichnet ist? Denkt an die Worte des Apostel Johannes. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. So sie aber eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Pastor Shia, wie kannst du behaupten, dass es außerhalb der Bibel keine Worte Gottes gibt? Das entspricht nicht den Tatsachen. Richtig. Der Herr Jesus hat eindeutig prophezeit. Ich habe euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und ebenfalls im Buch der Offenbarung wird prophezeit: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr behauptet, außerhalb der Bibel gibt es keine Worte Gottes. Aber wie konnten die Prophezeiungen des Herrn erfüllt werden? Ja, die Prophezeiungen des Herrn waren total klar. Nämlich, dass er nach seiner Rückkehr noch viel mehr sagen und viel mehr Wahrheiten ausdrücken würde. Pastor Shia, du beschränkst Gottes Werk und seine Worte auf die Bibel. Aber du suchst die Stimme und Worte des Herrn nicht in den letzten Tagen. Wie glaubst du, Gottes Stimme zu hören und den Herrn willkommen zu heißen?
Wirst du dann dem Festmahl mit dem Herrn beiwohnen können? Pastor Shia, ältester Shen, ihr werdet Klarheit darüber erlangen, ob es Worte Gottes außerhalb der Bibel gibt, wenn ihr die Worte des allmächtigen Gottes hört. Dann lies vor. Wir wollen hören, was die Worte des allmächtigen Gottes sprechen. Der allmächtige Gott sagt: Alles, was in der Bibel aufgezeichnet ist, ist bedingt und kann nicht die gesamte Arbeit Gottes wiedergeben. Die vier Evangelien bestehen alle zusammen aus weniger als 100 Kapiteln, in denen eine begrenzte Anzahl an Ereignissen niedergeschrieben ist. Zum Beispiel, wie Jesus den Feigenbaum verfluchte, Petrus dreifache Verleugnung des Herrn, wie Jesus den Jüngern nach seiner Kreuzigung und Auferstehung erschien und über das Fasten lehrte, über das Gebet lehrte, über die Scheidung lehrte. Die Geburt und Ahnenfolge Jesus, Jesus' Ernennung der Jünger und so weiter. Dies sind nur einige wenige Aufzeichnungen. Trotzdem werten die Menschen sie wie einen Schatz und gleichen die heutige Arbeit sogar damit ab. Sie glauben sogar, dass Jesus nur dies in der Zeit nach seiner Geburt vollbrachte. Es ist, als glaubten sie, Gott könnte lediglich so viel vollbringen, als ob es nicht noch weitere Arbeit geben könnte. Ist das nicht lächerlich? Damals sprach Jesus im Zeitalter der Gnade nur zu seinen Jüngern eine Folge von Predigten. Wie zum Beispiel, wie man praktiziert, wie man zusammenkommt, wie man beim Beten bittet, wie man andere behandelt und so weiter. Die Arbeit, die er durchführte, war die des Zeitalters der Gnade. Und er erklärte nur, wie die Jünger und diejenigen, die ihm folgten, praktizieren sollten. Er tat nur die Arbeit des Zeitalters der Gnade und nicht die der Endzeit. Gottes Arbeit hat in jedem Zeitalter klare Grenzen. Er tut nur die Arbeit des laufenden Zeitalters und führt nie die Arbeit der folgenden Phase im Voraus aus. Nur so kann seine repräsentative Arbeit des jeweiligen Zeitalters zur Geltung kommen. Jesus hatte nur von den Zeichen der Endzeit gesprochen, davon, wie man geduldig ist und wie man gerettet wird. Wie man Buße tut und beichtet und auch wie man das Kreuz erträgt und Leiden erduldet. Er sprach nie davon, in was der Mensch in der Endzeit eintreten sollte oder wie man anstreben sollte, Gottes Willen zufriedenzustellen. Wäre es somit nicht eine Handlung des Irrglaubens, in der Bibel nach Gottes Arbeit der Endzeit zu suchen? Was kannst du erkennen, wenn du lediglich die Bibel in deinen Händen hältst? Sei es ein Deuter der Bibel oder ein Prediger, wer kann die heutige Arbeit voraussehen? Die Tatsache, die ich hier erkläre, ist diese. Was Gott ist und hat, ist für immer unerschöpflich und grenzenlos. Gott ist die Quelle des Lebens und aller Dinge. Gott kann von keinem erschaffenen Wesen erfasst werden. Abschließend muss ich noch alle erinnern. Begrenzt Gott nicht wieder auf Bücher, Worte oder seine früheren Kundgebungen. Es gibt nur ein Wort für die Eigenschaft von Gottes Arbeit: neu. Er mag es nicht, alte Pfade zu nehmen oder seine Arbeit zu wiederholen. Und außerdem will er nicht, dass Menschen ihn anbeten, indem sie ihn innerhalb eines bestimmten Rahmens eingrenzen. Das ist Gottes Disposition. Amen. Gott ist der Herr der Schöpfung und die Quelle des Lebens für die Menschheit. Gottes Worte sind ein endloser Strom. Sie sind grenzenlos. Die Bibel ist nur die Aufzeichnung seines Werkes im Zeitalter des Gesetzes und der Gnade. Nicht alle seine Worte sind darin aufgeführt. Wie kann man Gottes Werk und Worte auf die Bibel beschränken? Als ob Gott nur die Worte gesagt hätte, die der Bibel. Bedeutet das nicht, Gott zu begrenzen und zu lästern? Ihr begrenzt Gottes Werk und Worte auf das, was in der Bibel steht. Gottes Worten der letzten Tage widersetzt ihr euch und verurteilt sie. Geht ihr nicht den Weg der Pharisäer, die sich Gott auch widersetzten? Wie kommt es, dass euch das Bewusstsein dafür fehlt? Schwester Dong, du sagst, ich wähle den Weg der Pharisäer? Ich halte den wahren Weg in Ehren ein, bin dem Herrn treu.
Schwester Dong, du arbeitest und predigst seit vielen Jahren. Dir sollte klar sein, dass wir bereits durch unseren Glauben an den Herrn von unseren Sünden befreit wurden und er uns nicht mehr weiter als Sünder sieht. Wir wurden erlöst durch seine Gnade. Amen. Amen. Wenn der Herr in den letzten Tagen erscheint, lässt er uns gleich in das Himmelreich ein. Warum sollte er uns nochmal erlösen? Der östliche Blitz bezeugt, dass der Herr gekommen ist, um die Menschheit zu reinigen und zu retten. Aber das ist völlig unmöglich. Wenn du darauf bestehst, dem östlichen Blitz zu folgen, in Ordnung, dann trennen sich unsere Wege hier. Aber ich will dir erst die Konsequenzen aufzeigen. Du willst dem östlichen Blitz folgen? Ich misch mich da nicht ein. Aber wehe, du stiehlst der Kirche Schafe. Wenn du es aber trotzdem tun solltest, wirst du mich kennenlernen. Und wenn du dann verhaftet wirst und ins Gefängnis kommst, dann sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Pastor Shia, endlich hast du gesagt, was dir am Herzen liegt. Das ist mir jetzt völlig klar. Ihr wollt nicht, dass wir den östlichen Blitz akzeptieren. Ihr fürchtet, dass die Brüder und Schwestern den allmächtigen Gott wählen und ihr Status und Einkommen verliert. Offenbar widersteht ihr ihm und verurteilt den Gott der letzten Tage, weil ihr um euren Status fürchtet. Die Gläubigen sollen den wahren Weg nicht kennenlernen. Ihr würdet sogar mit den Kommunisten kooperieren und Gläubige verhaften lassen. Wo ist da der Unterschied zwischen eurem Verhalten und dem der Pharisäer, die den Herrn Jesus verurteilten? Ich sehe, dass ihr üble Diener seid, die den Menschen hindern, den wahren Weg zu gehen. Dong Yingqin, gehen wir. Hey, ich habe über Pastor Shias Worte nachgedacht. Als wir anfingen, an den Herrn zu glauben, haben wir unsere Sünden eingestanden und Buße getan und wurden durch seine Gnade gerettet. Wenn der Herr kommt, wird er uns direkt in den Himmel erheben. Er kann das Erlösungswerk doch nicht noch einmal vollbringen. Mein Gefühl sagt mir, dass er falsch liegt. Aber ich verstehe es nicht ganz. Hey, was denkst du darüber? Ich bin mir darüber auch nicht ganz im Klaren. Hey, da ist sie ja. Schwester Jingxin. Hallo. Der allmächtige Gott hat alle seine Geheimnisse seines Führungsplans bereits offenbart. Schwester Jingxin, der allmächtige Gott hat deine Frage bereits beantwortet. Ach ja? Bitte, Shenghua. Setz dich. Danke. Werfen wir einen Blick auf die Worte des allmächtigen Gottes. Sehr gern. Schwester Yang, setz dich doch. Der allmächtige Gott sagt, zu der damaligen Zeit war die Arbeit Jesu die Erlösung der gesamten Menschheit. Die Sünden all jener, die an ihn glaubten, wurden vergeben. Solange du an ihn glaubtest, würde er dich erlösen. Wenn du an ihn glaubtest, warst du kein Sünder mehr. Du warst von deinen Sünden befreit. Das bedeutete es, errettet und durch den Glauben gerechtfertigt zu werden. In denjenigen, die glaubten, verblieb jedoch das, was gegen Gott aufbegehrte, sich widersetzte und noch langsam beseitigt werden musste. Erlösung bedeutete nicht, dass der Mensch von Jesus vollkommen gewonnen war, sondern dass der Mensch keine Sünden mehr hatte, dass ihm seine Sünden vergeben worden waren. Unter der Voraussetzung, dass du glaubtest, würdest du nie mehr von der Sünde sein. Obwohl der Mensch von seinen Sünden erlöst wurde und sie ihm vergeben wurden, wird dies nur folgendermaßen erachtet. Gott kann sich an die Verfehlungen des Menschen nicht erinnern und behandelt den Menschen nicht seinen Verfehlungen entsprechend. Wenn der Mensch jedoch im Fleisch lebt und nicht von seinen Sünden befreit worden ist, so kann er nur weiterhin sündigen und endlos die verdorbene satanische Disposition enthüllen. So ist das Leben, das der Mensch führt, ein endloser Kreislauf von Sünde und Vergebung. Die meisten Menschen sündigen am Tag, nur um dann am Abend zu beichten. Auch wenn das Sühneopfer auf ewig für den Menschen wirksam ist, könnte es den Menschen nicht von der Sünde retten. Nur die Hälfte der Arbeit der Erlösung ist vervollständigt worden. Denn der Mensch hat immer noch eine verdorbene Disposition. Sie ist tiefer als die Sünde, von Satan gepflanzt und liegt tief im Inneren des Menschen verwurzelt. Für den Menschen ist es nicht einfach, sich seiner Sünden bewusst zu werden.
Der Mensch ist unfähig, seine eigene tief verwurzelte Natur zu erkennen. Nur durch das Urteil des Wortes können Wirkungen wie diese erreicht werden. Nur so kann der Mensch von dem Punkt an allmählich geändert werden. Ein Sünder wie du, der gerade mal erlöst und nicht verändert wurde oder von Gott vervollkommnet ist, könntest du nach dem Herzen Gottes sein? Du bist für dich weiterhin dein altes Selbst. Es ist wahr, dass du von Jesus gerettet wurdest und wegen der Errettung Gottes nicht als Sünder erachtet wirst. Aber das beweist nicht, dass du nicht sündhaft und nicht unrein bist. Wie kannst du heilig sein, wenn du dich nicht verändert hast? Innerlich bist du mit Unreinheit befallen, bist egoistisch und gemein, doch du wünschst immer noch, mit Jesus herabzukommen. Du solltest so glücklich sein. In deinem Glauben an Gott hast du einen wichtigen Schritt versäumt. Du bist gerade einmal erlöst worden, aber hast dich nicht verändert. Damit du nach dem Herzen Gottes sein kannst, muss Gott persönlich die Arbeit durchführen, dich zu reinigen und zu verändern. Wenn du nur erlöst bist, wirst du nicht in der Lage sein, Heiligkeit zu erlangen. Auf diese Weise wirst du nicht qualifiziert sein, an den guten Segnungen Gottes Anteil zu haben. Denn du hast einen Schritt in der Arbeit Gottes der Führung des Menschen ausgelassen, der wesentliche Schritt der Veränderung und der Vervollkommnung ist. Und so bist du, ein Sünder, der gerade eben erlöst wurde, nicht in der Lage, Gottes Erbe unmittelbar zu erben. Obgleich Jesus viel unter den Menschen wirkte, vollendete er nur die Erlösung der ganzen Menschheit, wurde der Menschen Sühneopfer und befreite den Menschen nicht von seiner ganzen verdorbenen Gesinnung. Den Menschen völlig vor dem Einfluss Satans zu retten, verlangte nicht nur von Jesus, die Sünden des Menschen als das Sühneopfer auf sich zu nehmen, sondern verlangte auch von Gott, ein größeres Werk zu tun, um den Menschen völlig von seiner Gesinnung zu befreien, die von Satan korrumpiert wurde. Und so ist Gott, nachdem dem Menschen seine Sünden vergeben wurden, zum Fleisch zurückgekehrt, um den Menschen in das neue Zeitalter zu führen, und begann das Werk der Züchtigung und des Gerichts. Und dieses Werk hat den Menschen in ein höheres Reich gebracht. All jene, die sich seiner Herrschaft unterwerfen, werden sich an höherer Wahrheit erfreuen und größere Segnungen empfangen. Sie werden wahrlich im Licht leben und die Wahrheit, den Weg und das Leben gewinnen. Amen. Dank sei dem Herrn. Bist du erleichtert, nachdem wir seine Worte gelesen haben? Ja, der allmächtige Gott erklärt Gottes Werk so verständlich. Der Herr Jesus hat nur das Werk der Erlösung getan. Aber das ist nicht Gottes Werk in den letzten Tagen, wenn er die Menschheit richtet und reinigt. Obwohl wir durch den Glauben an den Herrn von unseren Sünden erlöst, gerechtfertigt und gerettet wurden und den Fluch des Gesetzes verworfen haben, lügen und sündigen wir immer noch häufig. Ja, und das beweist, dass unser inneres sündiges Wesen noch nicht aufgelöst ist. Obwohl wir durch unseren Glauben an den Herrn die Vergebung der Sünden erlangen. Aufgrund der Einschränkungen und Fesseln unserer sündigen Natur leben wir noch immer nach einer satanischen Gesinnung. Wir folgen der Verderbtheit des Fleisches, rühmen uns, sind arrogant, eigensinnig und voreilig. Leider. Besonders wenn ein Unglück geschieht, dann jammern wir und geben den Herrn die Schuld und verraten ihn sogar. Wir sind völlig unfähig, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Selbst wenn wir oft beten und beichten und hart im Namen des Herrn arbeiten, wir können den Fesseln der Sünde nicht entkommen. Wir leben immer im Zustand der Sünde und des Beichtens. Das ist ein Problem, das alle Gläubigen kennen. Ja, das ist wohl wahr. Das sind Fakten. Der Herr ist heilig und die Heiligung ohne welche wird niemanden den Herrn sehen. Wir sündigen ständig und beichten dann. Wir lügen und betrügen häufig. Wir kennen den Herrn überhaupt nicht und sind ungehorsam. Wenn unser Glaube uns nicht ins Himmelreich bringen würde, ich bin sicher, wir würden uns gegen den Herrn auflehnen, ihn beschuldigen und uns von ihm abwenden. Ich fürchte ja. Wie viele Menschen würden sich noch ernsthaft für den Herrn bemühen? Anders ausgedrückt, wir Gläubige vertrauen noch immer auf unsere satanische Gesinnung. Wir können seine Worte nicht einmal in die Tat umsetzen. Wie können wir Menschen werden, die seinen Willen ausführen?
Ist so ein Mensch würdig, in das Himmelreich einzugehen? Wenn selbst dieser Mensch in das Himmelreich käme, wie würde es sich dann von der Erde unterscheiden? Es gäbe keinen Unterschied. Ja, genau. Warum wurde die gesamte religiöse Welt von Gott verflucht und verlassen? Liegt es daran, dass sie mit ihrer satanischen Gesinnung leben? Häufig lügen und sündigen, sich Gott widersetzen und über ihn urteilen? Sie leugnen nicht nur seine Wiederkunft, sondern verurteilen das Werk des allmächtigen Gottes. Sie machen Christus in den letzten Tagen zu ihrem Feind. Natürlich trifft sie Gottes Fluch. Richtig. Anzunehmen, ja. Wie kann Gottes gerechte Disposition das Dasein jener tolerieren, die sich ihm widersetzen? Heute haben wir gesehen, dass Gottes Werk und Worte nur innerhalb der Kirche des allmächtigen Gottes geschehen können. Ganz bestimmt nicht in den religiösen Kreisen und noch viel weniger in der Welt. Was zeigt uns das? Da es offensichtlich ist, dass man sich in jenen Kreisen und der Welt Gott widersetzt, ist es logisch, dass an solchen Orten Gottes Wille nicht verwirklicht werden kann. Ja, absolut klar. Das hast du so verständlich erklärt. Der allmächtige Gott der letzten Tage ist gekommen und vollbringt das Werk des Gerichts, das auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus aufbaut. Er richtet den Menschen und reinigt ihn von seiner satanischen Gesinnung. Er rettet die Menschheit gründlich vor dem Einfluss Satans. Indem wir das Werk des Gerichts des allmächtigen Gottes durchlaufen, können wir unserer satanischen Gesinnung entfliehen und werden Menschen, die Gott willfahren und ehren, Erlösung erlangen und ins Himmelreich eingehen. Gott sei Dank. Wenn wir die Erlösung des Herrn Jesus annehmen, aber nicht Gottes Werk des Gerichts und seine Reinigung der letzten Tage, können wir sicher nicht den Willen des himmlischen Vaters ausführen und werden Gott nicht wirklich gehorchen. Hätten wir so eine Berechtigung, in das Himmelreich einzugehen? Sicher nicht. Jetzt habe ich verstanden. Es ist einfach so, dass der Herr Jesus uns nur erlöst hat. Und obwohl wir von den Sünden erlöst wurden, haben wir nicht aufgehört zu lügen und zu sündigen. Wenn wir auf irgendwas stoßen, das uns unangenehm ist, geben wir Gott die Schuld. Ohne die Aussicht, ins Himmelreich eingehen zu können, würden wir wahrscheinlich nicht alles aufgeben und Leiden ertragen. Denke ich auch. Endlich habe ich es wirklich klar gesehen. Ja, was das angeht, sind wir reichlich naiv gewesen. Zu denken, dass wir allein durch den Glauben und die Erlösung von unseren Sünden ein Recht darauf hätten, ins Himmelreich einzugehen. Mir war nicht bewusst, dass mehr dazu gehört, die Menschheit zu erretten, als die Menschen von den Sünden zu befreien. Und auch nicht, dass er das Werk des Gerichts und der Reinigung noch vornehmen müsste. Das ist der einzige Weg zur Reinigung und Rettung der Menschheit. Und nun hat der allmächtige Gott uns die Geheimnisse seines Werkes zu unserer Errettung wissen lassen. Mein Herz fühlt sich viel heller. Dem allmächtigen Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Worte des allmächtigen Gottes haben die Wahrheit offenbart, die wir in all den Jahren nicht verstanden haben. Die haben uns wirklich die Augen geöffnet. Nach dem Lesen seiner Worte haben wir verstanden. Und wir wissen, wie wir Gottes Werk gehorchen, an Gott glauben und ihm folgen können. Wir sind nicht länger auf die irreführenden Argumente der Ältesten und Pastoren angewiesen. Die Worte des allmächtigen Gottes haben uns vor den Zwängen und Fesseln der religiösen Welt bewahrt. Die haben wir hinter uns gelassen und fühlen uns total erleichtert. Ja. Je öfter wir die Worte des allmächtigen Gottes lesen, desto heller fühlt sich unser Herz an. Hey, nehmen wir nicht am Festmahl des Herrn teil? Doch, klar. Wir haben den allmächtigen Gott angenommen, den Herrn willkommen geheißen und seine Worte gelesen. Dann nehmen wir doch wohl am Festmahl des Herrn teil. Absolut. Wir sind so gesegnet, dank sei dem allmächtigen Gott. Gott sei Dank. Hey, wir haben den allmächtigen Gott akzeptiert, aber einige seiner Worte verstehen wir noch nicht. Wenn ich alleine zu Hause lese, ist mein Verständnis begrenzt. Shengua. Ja? Uns ist noch vieles unklar. Vielleicht sollten wir uns öfter austauschen. Können wir tun. Mein Wissen ist recht gering, doch könnten wir ein paar Leute der Kirche des allmächtigen Gottes einladen. Ihr Wissen ist fundierter. Sie können mit uns kommunizieren. Wie findet ihr das? Großartig. Oh ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Wenn wir Gottes Worte nur so lesen, ohne uns auszutauschen, dann verstehen wir nicht alles. Es hilft einfach, wenn man mit anderen sprechen kann. So ist es. Gott sei Dank. Dann lasst uns die Brüder und Schwestern herholen. Sehr gut. Der Austausch wird uns helfen, klarer zu sehen. Bruder Gao, Bruder Lee. Ja?
Wir lesen die Worte des allmächtigen Gottes seit einer Weile. Und wir haben gesehen, dass seine Worte die Wahrheit ausdrücken. Dass wir seine Stimme durch die Worte des allmächtigen Gottes hören. Gott sei gedankt. Die Worte des allmächtigen Gottes sind groß. Er hat uns die Geheimnisse der Wahrheit offenbart, damit wir unsere Augen öffnen und viel lesen können. Gott sei gedankt. Die Geheimnisse der Wahrheit brauchen wir. Das könnten wir innerhalb der Religion nie erreichen, selbst wenn wir jahrelang an den Herrn glauben. Ja, so ist es. Aber wir haben gerade erst den allmächtigen Gott angenommen. Deshalb haben wir noch Fragen. Darum wollten wir euch um Hilfe bitten. Nur zu, fragt. Danke. Beim Lesen der Worte des allmächtigen Gottes haben wir festgestellt, dass ein paar Dinge sehr harsch sind. Das Gericht über die Menschheit, Verdammnis und Fluch. Ich verstehe das so, dass die Menschen, die Gott verflucht und richtet, verdammt und bestraft werden? Wie kann man sagen, dass so ein Gericht die Menschheit reinigt und rettet? Das verstehen wir noch nicht ganz und hoffen, dass ihr uns dabei helfen könnt. Ja, das hoffen wir sehr. Wir versuchen. Ja, klar. Ja, genau das ist es. Gott verdammt und verflucht die Menschheit. Also wird der Mensch bestraft, oder? Wie kann uns das retten? Ja. Worum geht es wirklich? In den letzten Tagen drückt Gott die Wahrheit aus und vollbringt das Werk des Gerichts, um eine Gruppe von Überwindern zu schaffen. Eine Gruppe derer, die mit Gott im Herzen und Geiste eins sind. Das wurde festgelegt, als Gott die Welt erschuf. Aber einige Leute sehen, dass manche Worte Gottes den Menschen verdammen und verfluchen und machen sich Gedanken. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie das Werk Gottes nicht kennen. Gottes Gericht in den letzten Tagen ist der große weiße Thron des Gerichts, der in der Offenbarung prophezeit wurde. Gott offenbart seine gerechte, majestätische und zornige Disposition, um die Menschheit zu enthüllen und jeden Menschentyp zu unterscheiden. Mehr noch, es soll das alte Zeitalter beenden und jene vernichten, die zu Satan gehören. Amen. Das ist wirklich wahr. Könnte Gott nicht all jene verdammen und verfluchen, die zu Satan gehören und sich dem Herrn widersetzen? Obwohl es einige Worte des Gerichts gibt, die die Verderbtheit und das verdorbene Abbild von Gottes auserwähltem Volk enthüllen. Und diese scheinen Verdammnis zu sein. Erlauben Sie es dem auserwählten Volk Gottes, die verdorbene Gesinnung zu sehen, dem Problem auf den Grund zu gehen und die Frucht der Kenntnis der Wahrheit zu tragen. So ist es. Seht ihr, wenn Gott nicht so hart wäre und seine Worte nicht den Nagel auf den Kopf treffen, wären wir nicht in der Lage, unser verdorbenes Abbild und satanisches Wesen zu erkennen. Und Gottes Werk in den letzten Tagen könnte das Ziel der Reinigung und Vervollkommnung der Menschheit nicht erreichen. Wer die Wahrheit liebt und Tatsachen anerkennt, wird sehen können, dass Gottes Worte genau sind. Ob es sich um Worte des Gerichts, der Züchtigung oder Verfluchung handelt, sie sind immer ganz im Einklang mit den Tatsachen. Gott spricht sehr praktisch und aufrichtig, in keiner Weise übertrieben. Genau. Ja. Das Ergebnis, das durch die strengen Worte Gottes erreicht wird, zeigt die aufrichtige Liebe, die Gott für die Menschen empfindet und seine guten Absichten für die Rettung der Menschheit. Nur diejenigen, die die Wahrheit leid sind, entwickeln Vorstellungen. Und nur diejenigen, die die Wahrheit hassen, könnten Gottes Werk verurteilen und verdammen. Richtig. Auf diese Weise zeigt er das wahre Wesen der Einzelperson. Ja, allerdings. Gott ist so weise. Genau. Genau so ist es. Gott wirkt schon seit über 20 Jahren in China und hat bereits eine Gruppe Überwinder geschaffen. Sie wurden von der kommunistischen Regierung brutal unterdrückt und verfolgt und können dennoch Zeugnis ablegen. Das ist die Frucht, die durch Gottes Worte hervorgebracht wird. Seine Worte zeugen von Autorität. Ja, Gott sei Dank. Sie alle haben seine Liebe in Gottes Worten gesehen und wie er zur Rettung der Menschheit gelitten hat. Auch wenn seine Worte so streng sind, die Menschen können ihnen gehorchen. Und daher kennt die Menschheit Gottes Disposition wirklich. In ihren Herzen sind Ehrfurcht und Liebe zu Gott. Sie können so ihre Pflichten treu erfüllen und Gott bis zum Ende folgen. Das beschämt Satan am meisten. Und es ist der Beweis dafür, dass Gott Satan besiegt hat. Amen. Ist es nicht wunderbar, dass man nach Gottes Gericht und Züchtigung so Zeugnis ablegen kann? Ich bewundere sie. Ich auch. Zur Frage, wie Gott über die Menschen richtet und sie reinigt, lasst uns einige Passagen aus den Worten des allmächtigen Gottes lesen. Gerne. Der allmächtige Gott sagt: Wenn Gott dieses Mal Fleisch wird,
Sein Werk, seine Disposition zum Ausdruck bringen. In erster Linie durch Züchtigung und Gericht. Indem er dies als Grundlage verwendet, bringt er dem Menschen mehr Wahrheit, zeigt mehr Wege der praktischen Umsetzung auf und erreicht so sein Ziel, den Menschen zu erobern und den Menschen aus seiner verdorbenen Gesinnung zu retten. Dies steckt hinter dem Werk Gottes im Zeitalter des Königreichs. In den letzten Tagen benutzt Christus verschiedene Wahrheiten, um den Menschen zu belehren, das Wesen des Menschen zu offenbaren und seine Worte und Taten zu sezieren. Diese Worte umfassen verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch Gott treu sein soll, wie der Mensch eine normale Menschlichkeit ausleben sollte, sowie die Weisheit und Disposition von Gott und so weiter. Diese Worte konzentrieren sich alle auf das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden jene Worte, die offenbaren, wie der Mensch Gott verachtet, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung des Satans und eine feindliche Macht gegen Gott ist. Wenn Gott seine Arbeit des Gerichts leistet, verdeutlicht er nicht nur einfach die Natur des Menschen mit ein paar Worten, sondern er enthüllt sie, befasst sich mit ihr und schneidet sie auf lange Sicht zurück. Diese Methoden der Enthüllung, des sich Befassen und Zurückschneiden können nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die der Mensch überhaupt nicht besitzt. Nur Methoden dieser Art werden als Gericht angesehen. Nur mit einem Gericht dieser Art kann der Mensch überredet werden und vollkommen von der Unterwerfung unter Gott überzeugt werden und darüber hinaus wahres Wissen über Gott erlangen. Was die Arbeit des Gerichts mit sich bringt, ist das Verständnis des Menschen für das wahre Gesicht Gottes und die Wahrheit über seine Widerspenstigkeit. Die Arbeit des Gerichts macht es dem Menschen möglich, viel Verständnis für den Willen Gottes, für den Zweck von Gottes Arbeit und für die Geheimnisse, die von ihm nicht verstanden werden konnten, zu gewinnen. Es erlaubt dem Menschen auch, sein verdorbenes Wesen und die Wurzeln seiner Verdorbenheit zu erkennen und zu verstehen und ebenso die Hässlichkeit des Menschen zu entdecken. Alle diese Auswirkungen werden durch die Arbeit des Gerichts herbeigeführt, da es die eigentliche Substanz dieser Arbeit ist, die Wahrheit, den Weg und das Leben von Gott denen zu eröffnen, die an ihn glauben. Diese Arbeit ist die Arbeit des Gerichts, die von Gott verrichtet wird. Amen. Bruder Gao, darf ich weiterlesen? Gern. Wodurch wird Gottes Vervollkommnung des Menschen ausgeführt? Durch seine gerechte Disposition. Gottes Disposition besteht vornehmlich aus Gerechtigkeit, Zorn, Majestät, Urteil und Fluch. Und seine Vervollkommnung des Menschen geschieht vornehmlich durch Urteil. Einige Personen verstehen dies nicht und fragen, warum Gott nur durch sein Urteil und seinen Fluch den Menschen vervollkommnen kann. Sie sagen, dass, wenn Gott den Menschen verfluchen würde, würde der Mensch dann nicht sterben? Wenn Gott über den Menschen urteilen würde, wäre der Mensch dann nicht verdammt? Wie kann er dann trotzdem vervollkommnet werden? So lauten die Worte von Personen, die Gottes Werk nicht kennen. Was Gott verflucht, ist der Ungehorsam des Menschen, und worüber er urteilt, sind die Sünden des Menschen. Obgleich er barsch und ohne das geringste Feingefühl spricht, offenbart er alles, was im Menschen ist. Und durch diese strengen Worte offenbart er, was das Wesentliche im Menschen ist. Wobei er durch ein derartiges Urteil dem Menschen eine fundierte Kenntnis über die Wesenheit des Fleisches gibt. Und somit unterwirft der Mensch sich dem Gehorsam vor Gott. Das Fleisch des Menschen ist von Sünde und von Satan. Es ist ungehorsam und das Objekt von Gottes Züchtigung.
Und so müssen die Worte von Gottes Urteil über ihn hereinbrechen. Und es muss jede Art der Verfeinerung eingesetzt werden, um es dem Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu kennen. Nur dann kann Gottes Werk wirkungsvoll sein. Amen. Ihr alle lebt an einem Ort der Sünde und Zügellosigkeit. Ihr seid alles zügellose und sündige Menschen. Heute könnt ihr Gott nicht nur sehen, sondern, was viel wichtiger ist, ihr seid gezüchtigt und verurteilt worden. Ihr habt eine so tiefe Erlösung in Form von Gottes größte Liebe empfangen. Alles, was er tut, ist wahre Liebe für euch. Er hat keine bösen Absichten. Wegen eurer Sünden urteilt er über euch, so dass ihr euch selbst untersuchen und diese enorme Erlösung empfangen werdet. All dies wird getan, um am Menschen Arbeit zu verrichten. Von Anfang bis zum Ende tut Gott alles, den Menschen zu retten. Und er ist gewiss nicht willens, die Menschen, die er mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, zu vernichten. Nun ist er unter euch, um zu arbeiten. Ist dies nicht gar mehr Erlösung? Wenn er euch hassen würde, würde er immer noch eine Arbeit von solchem Umfang verrichten, um euch persönlich zu führen? Warum sollte er so leiden? Richtig. Gott hasst euch nicht und er hat keine bösen Absichten euch gegenüber. Ihr solltet wissen, dass Gottes Liebe die wahrste Liebe ist. Es ist nur wegen des Ungehorsams der Menschen, dass er sie mit seinem Urteil retten muss. Sonst würden sie nicht gerettet werden. Da ihr nicht wisst, wie ihr ein Leben führen oder wie ihr leben sollt, und ihr an diesem unzüchtigen und sündigen Ort lebt und unzüchtige und schmutzige Teufel seid, hat er nicht das Herz, euch noch mehr verderben zu lassen. Weder hat er das Herz, euch an einem verdorbenen Ort wie diesem leben zu lassen, von Satan nach Belieben niedertrampeln zu lassen, noch das Herz, euch in den Hades fallen zu lassen. Er möchte nur diese Gruppe von euch gewinnen und euch gründlich retten. Das ist der Hauptzweck des Eroberungswerkes an euch. Sie dient allein der Erlösung. Amen. Sag ich das, habe ich alles verstanden. Die Worte des allmächtigen Gottes sind so klar und verständlich. Wie kann man da was falsch verstehen? Genau. Da gibt's nichts falsch zu verstehen. Da gebe ich dir recht. Nur törichte Leute machen das. Wer die Wahrheit liebt, kann das doch annehmen. Nur Menschen, die Wahrheit hassen, richten Gott und verurteilen sein Werk. Richtig. Genau. Waren die Pharisäer nicht genauso? Richtig. Die Pastoren und Ältesten verurteilen das Werk des allmächtigen Gottes. Sie sind wirklich die heutigen Pharisäer. Ja. Nachdem man das Wort des allmächtigen Gottes gehört hat, versteht man, warum Gott sein Werk des Gerichts in den letzten Tagen vollbringt. Ja, nicht ganz. Die Menschheit lebt unter der Herrschaft Satans, lebt in Sünde und kostet sie voll aus. Niemand in der religiösen Gemeinschaft hat Gottes Ankunft bemerkt. Und niemand liebt die Wahrheit oder nimmt sie an. Egal wie die Leute von Gott Zeugnis abgelegt oder sein Wort verbreitet haben, wie viele gibt es noch, die Gottes Gericht und Züchtigung annehmen und sich unterordnen können? Meint ihr nicht auch, dass es frevelhafter nicht mehr geht? Ja, wirklich nicht. Ja, das meine ich auch. Wenn es Gottes Gericht der letzten Tage nicht gäbe, könnte die Menschheit, die verdorben und voll satanischer Gesinnung ist, Gott leugnet und sich ihm widersetzt, gereinigt werden und Gottes Rettung empfangen? Niemals. Wenn es Gottes Gericht in den letzten Tagen nicht gäbe, wer würde eine Gruppe von Überwindern erschaffen? Wie würden sich die Prophezeiungen des Herrn Jesus erfüllen? Und wie würde das Reich Christi verwirklicht werden? Viele Gläubige denken, dass der Herr ein barmherziger und liebender Gott ist und dass er uns freisprechen wird, egal wie sehr wir sündigen. Ihrer Meinung nach ist es egal, wie sündig man ist. Der Herr wird uns bei seiner Wiederkehr trotz allem in das Himmelreich einlassen. Ist das eine vernünftige Sichtweise? Kriegen wir das irgendwo bestätigt? Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube nicht. Gott ist ein rechtschaffender und heiliger Gott. Würde er schmutzigen und verdorbenen Menschen von satanischer Gesinnung, die Wahrheit leugnen und Feinde Gottes sind, erlauben, in sein Himmelreich einzugehen? Nein. Absolut nicht.
Deshalb prophezeite der Herr Jesus, dass er wiederkehrt. In den letzten Tagen die Wahrheit ausdrückt, sein Urteil verrichtet und die Menschheit reinigt und rettet. Was die verdorbene Menschheit betrifft, wird Gott sicherlich die Wahrheit ausdrücken, sie züchtigen und über sie richten. Nur so können Herz und Geist des Menschen erweckt und er von seiner satanischen Gesinnung befreit werden. Auch wenn Gott ein hartes Urteil über den Menschen spricht, weil er verdorben und ungehorsam ist und sich ihm widersetzt, zeigt es dennoch Gottes heilige und gerechte Disposition. Und es erlaubt uns auch, unser eigenes satanisches Wesen zu verstehen, auch die Tatsache, dass wir verdorben sind. Durch Gottes Gericht und Züchtigung sind wir alle von Gottes Wort erobert worden. Wir unterwerfen uns freiwillig seinem Urteil, um allmählich die Wahrheit zu verstehen und deutlich unsere satanische Gesinnung und Quelle zu sehen. Wir können ein wahres Verständnis von Gottes Disposition erlangen. Unsere Ehrfurcht vor Gott ist entstanden. Ganz unbewusst hat sich unser Blick auf die Dinge verändert. Unsere Lebensdisposition ist anders. Und wir können Gott verehren und Satan meiden. Gott sei Dank. Durch Gottes Werk in den letzten Tagen ist eine Gruppe Überwinder geschaffen worden. Was ein Ergebnis von Gottes Gericht in den letzten Tagen ist. Richtig. Ja, und das ist die wahre Bedeutung von Gottes Gericht, das bei seinem Haus startet. Ja. Dank sei dem Herrn. Was erlaubt uns das zu sehen? Dass Gott nicht mit seinem Wort über den Menschen richtet, um ihn zu bestrafen und zu zerstören, sondern um ihn völlig zu reinigen, zu verändern und zu erretten. Amen. Aber jene Menschen, die des allmächtigen Gottes Richtspruch und Reinigung nicht annehmen, werden in die Katastrophe hineinfallen und bestraft werden, wenn sie über die Welt kommt. So ist es. Ja, langsam verstehe ich es. Gott will den Menschen durch das Gericht und die Züchtigung retten, nicht etwa ihn verdammen oder bestrafen. Ja. So als wenn ein Kind was anstellt und die Eltern böse werden. Das tun sie zum Wohl des Kindes, weil sie wollen, dass es gehorcht. Ja. Gott sei Dank. Wir haben Gottes Gericht und Züchtigung ein paar Jahre durchgemacht und einige Wahrheiten verstanden. Wir wissen jetzt, dass Satans Einfluss wirklich so stark ist. Dass die Menschen verdorben und betrügerisch sind, selbstsüchtig, verachtenswert und egoistisch. Und oft lassen sie sich zum Lügen und Betrügen verführen. Was sie leben, hat keine Spur des menschlichen Abbilds mehr. Vor Gott sind wir beschämt und reuevoll und können uns nirgends verstecken. Das gewinnen wir, wenn wir Gericht und Züchtigung durch Gottes Wort erfahren. Das Großartigste aber ist ein echtes Verständnis für Gottes Disposition und heilige Essenz. Und so können wir Gott fürchten, das Böse meiden und das Ebenbild eines echten Menschen leben. Ja. Wir haben alle das tiefe Gefühl, dass wir wirklich Reinigung von Gott und große Erlösung erlangt haben. Dem Herrn sei Dank. Als ich in der Vergangenheit noch Leiter einer Kirche war, habe ich mich auf meinem Ruhm und Status ausgeruht und mich wenig um die Leiden der Brüder und Schwestern gekümmert. Ich war gern von Leuten umgeben und gierig nach deren Anerkennung. Ich war wichtig und niemand konnte mich überzeugen. Wenn jemand eine andere Meinung hatte als ich, blieb ich bei meinem Standpunkt. So lange, bis die andere Person einknickte. Da ich die Wahrheit nicht suchte und sie auch nicht besaß, waren meine Predigten nur buchstabengetreu, um mich hervorzutun und zu prahlen. So wusste ich nicht, wann mein Verhalten die Disposition Gottes verletzte. Dann, eines Tages, las ich folgende Worte des allmächtigen Gottes. Diejenigen, deren Glaube an Gott immer zu ihrer eigenen Bereicherung ist, die selbstgerecht und hochmütig sind, die sich hervortun und ihren eigenen Status beschützen, sind jene, die Satan lieben und die Wahrheit ablehnen. Sie widersetzen sich Gott und gehören ganz Satan. Euer Abbild ist sogar größer als Gott. Euer Status ist höher als Gott. Ganz zu schweigen von eurem Prestige unter den Menschen. Ihr seid zu einem Idol geworden, das Menschen anbeten. Wurdest du nicht der Erzengel?
wenn das Ende der Menschen offenbart wird. Was auch der Moment ist, wenn das Erlösungswerk sich dem Ende zuneigt, werden viele von euch Leichen sein, die jenseits der Errettung liegen und beseitigt werden müssen. Jedes einzelne Wort des allmächtigen Gottes zeugt von Macht und Autorität. Sie haben mein Herz wie ein Schwert durchbohrt. Ich konnte mich nirgends verstecken. Ich hatte Angst und zitterte. Und ich spürte, dass Gott seinen Zorn auf mich richtete. Ich konnte nicht anders, als vor Gott niederzufallen und meine Sündhaftigkeit zu bereuen. Ich glaubte an Gott, aber suchte nicht nach der Wahrheit. Ich hielt Gott nicht in Ehren und legte nicht Zeugnis für ihn ab, sondern tat mich in meinen Predigten hervor und prahlte, sodass die Menschen mich bewunderten und zu mir aufschauten. Täuschte ich nicht andere und fesselte sie? Wetteiferte ich nicht mit Gott um den Status? Was ist der Unterschied zwischen mir und dem Erzengel? Ich war arrogant und kannte keine Scham. Mein Verhalten hatte Gottes Disposition verletzt. Und jemand wie ich, der mit Gott um Status wetteiferte, hätte bestimmt ein zu verfluchendes Ziel bei der Beseitigung durch Gott abgegeben. Ich hatte große Schmerzen und wurde geläutert. Ich betete zu Gott und suchte die Wahrheit. Und dann las ich weitere Worte des allmächtigen Gottes. Obwohl Züchtigung und Urteil, Verfeinerung und gnadenlose Offenbarung gegenüber dem Menschen sind, um seine Sünden zu bestrafen und sein Fleisch zu bestrafen, soll mit dieser Arbeit sein Körper nicht verurteilt oder ausgelöscht werden. Die strengen Offenbarungen des Wortes dienen dem Zweck, dich auf den richtigen Pfad zu führen. Ihr habt so viel von dieser Arbeit erfahren. Und sie hat euch ganz bestimmt nicht auf einen bösen Weg gebracht. All das dient dazu, dir die Möglichkeit zu geben, eine normale Menschlichkeit auszuleben. All das kann deine normale Menschlichkeit erreichen. Ja. Durch die Worte Gottes sah ich plötzlich das Licht und sah Gottes gute Absicht in seinem Gericht über mich. Gottes Gericht und Züchtigung dienten nicht dazu, mich zu beseitigen, sondern ließen mich mein eigenes satanisches Wesen erfassen, die Art und Konsequenzen meines Verhaltens verstehen und Gottes Umgang mit Menschen wie mir begreifen. Es diente dazu, dass ich wirklich Buße tat, ich mich hasste und mich aufgab, mich in die Lage versetzte, die Wahrheit zu suchen, meine Gesinnung zu verändern und als normaler Mensch zu leben. Seine Worte haben Missverständnisse beseitigt. Ich war nicht mehr negativ und schwach und begann, die Wahrheit zu suchen. Als ich zu Gott zurückkehrte und sah, dass er mich nicht verlassen hatte und mich nicht nach meinen Übertretungen beurteilte, sondern dass er mich erleuchtet hatte, da verstand ich, was es heißt, der Mensch wird von Gott gerichtet und gezüchtigt. Ich fühlte wirklich seine Gnade und Erlösung. Ja, das stimmt. Gott sei Dank. Seine Erfahrungen mit Gottes Werk sind so einleuchtend. Ja, das sind sie. Nachdem ich das Gericht und die Züchtigung durch Gottes Worte durchgemacht hatte, erkannte ich die Gerechtigkeit und Heiligkeit von Gottes Disposition und dass er die Sünde der Menschheit hasst und deren satanische Veranlagung. Das ist auch der Grund, dass er die Menschheit verurteilt und verflucht. Auf diese Weise verstand ich erst, warum Gott das Vergehen der Menschheit nicht tolerieren konnte. Und so begann ich Gott zu ehren. Gott sei Dank. Nachdem ich viele Male Urteil und Züchtigung durchgemacht hatte, da merkte ich zum ersten Mal, wie arrogant ich gewesen war. Ich hasste mich und war von mir angewidert. Ich ging meiner Pflicht ehrlicher nach. War nicht mehr so frech und prahlte nicht so schrecklich. Ich war in der Lage, Gott in Ehren zu halten und meine Pflicht gemäß seinem Willen zu erfüllen. Vor meinen Brüdern und Schwestern konnte ich mich analysieren und meine satanische Hässlichkeit offenlegen. Ich konzentrierte mich nicht mehr so sehr darauf, was andere von mir dachten.
Und selbst als ein Bruder oder eine Schwester Schlechtes über mich sagte, konnte ich vor Gott zurückkehren, die Wahrheit suchen und mich kennenlernen. Das ist einfach wunderbar. Aha. Gott sei Dank. Dass ich mich so verändern und nach einem menschlichen Abbild leben kann, ist das Ergebnis meines Urteils und meiner Züchtigung durch den allmächtigen Gott. Gott sei Dank. Werden wir das, ohne dass wir Gottes Urteil und Züchtigung durchmachen, erreichen? Sagt mir, können wir oder nicht? Nein. Sind die Worte des Gerichts und der Züchtigung, die Gott in den letzten Tagen ausspricht, die Wahrheit und die Stimme Gottes? Drücken Gottes Gericht und seine Züchtigung der Menschheit nicht das Heil und die Liebe für die Menschheit aus? Oh ja. Gott sei Dank. Das Gericht des allmächtigen Gottes und die Enthüllung sind sehr faktisch. Sie sind so genau. Ja. Je mehr wir uns über den allmächtigen Gott und seine Worte austauschen, umso klarer wird, dass alles Gottes Disposition und Stimme ist. Ja. Oh ja. Ja, nachdem wir all seine Worte gelesen haben, werden wir in der Lage sein, uns anzupassen. Ein solcher Richtspruch ist für die Menschheit so nützlich. Wenn die wahrheitsliebenden Menschen die richtenden und entlarvenden Worte hören, sind sie überzeugt. Mhm. Da wundere ich mich nicht über ihre schnellen Fortschritte. Ja, dank dem Herrn. Es ist wunderbar. Das sind großartige Erfahrungen, über die Sie reden. Und so praktisch. Ja, die Worte des allmächtigen Gottes können die Menschen wirklich reinigen und verändern. Gott sei Dank. Eure Erfahrungen und Zeugnisse sind so echt. Sie haben mir gezeigt, dass das Gericht des allmächtigen Gottes sehr praktisch ist. Ja, und dass er ganz klare Worte benutzt, um über den Menschen zu richten und ihn zu enthüllen, ihn zu führen und zu leiten. Und all das dient dazu, Menschen zu reinigen und zu retten. Die Worte des allmächtigen Gottes sind wertvoll. Sie verändern und reinigen nicht bloß unsere satanische Gesinnung, sie geben uns auch ein echtes Verständnis von Gott. Ja. Oh, Gott sei Dank. Wir können sehen, dass die Worte des allmächtigen Gottes Ausdruck seiner gerechten Disposition sind. Jedes Wort zeugt von Macht und Autorität. Amen. Amen. Das hat uns die Augen geöffnet. Ja, das hat uns. Jedes Wort des allmächtigen Gottes öffnet die Augen und öffnet unsere Herzen. Es liefert Nahrung und stillt die Bedürfnisse unserer Herzen. Was für eine schöne Stimme. Die Stimme ist wirklich richtig schön. Auch. Gott sei Dank. Oh ja. Heute konnten wir die Stimme Gottes hören und sein Gericht und seine Reinigung empfangen. Welch ein Glück. Das oh ja. Ja. Unser Glaube hat uns denken lassen, dass wir irgendwann an einem Tag in der Zukunft wie die Jünger des Herrn Jesus werden könnten und jeden Tag mit dem Herrn zusammen sein könnten, seine Predigten hören und mit ihm reden könnten. Und wie wundervoll das sei. Oh ja. Ja, ja. Nun ist dieser Wunsch endlich erfüllt worden. Wir haben den allmächtigen Gott angenommen und können jeden Tag gestärkt durch seine Worte genießen. Wir nehmen teil am Festmahl im Himmelreich, dem Hochzeitsfest des Lammes. Amen. Amen. Wir sind so gesegnet. Ja. Auch auf uns. Dem allmächtigen Gott sei Dank. Dem allmächtigen Gott sei Dank. Dem allmächtigen Gott sei Dank. Wunderbare Worte. Das war ein Wunder. Das hat mich weitergebracht. Then the trumpet sounds, a holy